sein. So, die Bude ist voll, da können wir jetzt anfangen. Als Vorsitzender der Corbis-Familie Ebersberg möchte ich alle Mitglieder und Gäste sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, unsere Landtagsabgeordnete Doris Rauscher begrüßen zu dürfen und möchte dir bei der Gelegenheit sehr herzlich zu deinem Geburtstag gratulieren. Darfst du? Bitte dich kurz auf die Bühne. Ja, muss ich sagen. Nun möchte ich noch unseren Präses Winnie Schütze sehr herzlich begrüßen. Auch darf ich unseren amtierenden Bürgermeister Walter Brillmeier begrüßen, der dann gleich im Anschluss einen Grußwort anzunehmen. Ganz herzlich möchte ich jetzt natürlich unser Kolpingsmitglied Herrn Manfred Rohr begrüßen. Er übernimmt die Moderation der heutigen Podiumsdiskussion. Zum Schluss noch ein Hinweis: Auf dieser Veranstaltung wird fotografiert und gefilmt. Veröffentlichungen sind möglich und in der Presseberichterstattung im Kolpingsprogrammheft sowie auf der Kolping-Webseite möglich. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Nun bitte ich unseren Bürgermeister Walter Brillmeier auf die Bühne und wünsche Ihnen allen einen interessanten und informativen Abend. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Lieber Manfred, lieber Holger, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich auch begrüßen. Ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind, dass das Interesse so groß ist. Ihr habt von der Kolpingsfamilie ins Schwarze getroffen und ich möchte euch dafür gleich jetzt ganz, ganz herzlich danken, dass ihr diese Veranstaltung heute durchzieht. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich ein paar Takte sagen kann am Anfang. Ich war vorher noch bei uns im Hauptamt und habe nachgeschaut. Es haben sich für die Stadtratswahl bei uns bis jetzt 134 Kandidaten gemeldet und beworben über die Listen. Ich finde das großartig und bemerkenswert, dass es so viele Leute gibt in unserer Stadt, die bereit sind, so ein Amt zu übernehmen, auszufüllen, Verantwortung zu übernehmen, mitzumachen, mitzuarbeiten. Und das ist eigentlich schon mal ganz hervorragend. Ich bin sicher, dass für jeden von uns bei diesen 134 Kandidatinnen und Kandidaten viele dabei sind, die man guten Gewissens
wählen kann und in den Stadtrat schicken kann. Bei den Bürgermeisterkandidaten sind natürlich nicht so viele, aber es sind auch viele dieses Mal. 5 Stück. Leider, da können die nichts dafür. Leider ist keine Frau dieses Mal dabei, aber jede Partei, jede Gruppierung stellt natürlich selber ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin auf. Und es ist halt zufällig jetzt schon ausgegangen. Die letzten 3 Mal war das anders, aber diesmal sind es also 5 Männer. Aber auch da kann man eine echte Auswahl treffen, weil das ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Vom Alter her, von der Ausbildung her, von der Erfahrung her, von der Zukunftsperspektive her. Und jeder hat seine eigenen Stärken und jeder wird auch seine eigenen Schwächen haben. Und ich glaube, und trotzdem ist es nicht ganz einfach für viele sicherlich, da dann auszuwählen. Und da erhoffen wir uns heute Abend halt Hilfestellung. Das Bürgermeisteramt ist eines der schönsten Ämter, die es überhaupt gibt. Wirklich. Man hat mit so vielen ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Man hat so viele unterschiedliche Probleme zu lösen. Man lernt so viel in allen möglichen Bereichen kennen. Das ist wirklich toll und großartig. Aber Bürgermeister sein ist auch anstrengend und fordernd. Aber das wissen die 5 und ihre Familien auch sicherlich. Bürgermeister sein kann man nur mit Haut und Haar und Tag und Nacht. Und wenn man das ist, dann ist man das halt. Und wenn man auf die Straßen ausgeht, dann ist man halt immer der Bürgermeister. Deswegen fahre ich jeden Tag, wo ich Urlaub habe, dann auch weg, ehrlich gesagt, weil sonst geht es nicht. Aber wenn man da ist, dann ist man es halt. Und das ist man mit Haut und Haar und das müssen sie, und das wissen die auch, und da müssen sie sich aber auch darauf einstellen. Und jetzt wünsche ich uns allen heute einen spannenden, informativen Abend und dann wünsche ich uns am 15. März auch ein glückliches Händchen, dass wir am Schluss wieder zufrieden sein können und in die nächsten Jahre gehen können. In diesem Sinne, alles Gute. Vielen Dank der Kolpingsfamilie. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Und wir starten jetzt auch mit dem Thema, für das Sie alle heute gekommen sind. Und wie gesagt, die nicht kommen konnten, die schauen es hoffentlich und wahrscheinlich per Livestream an. Ich rufe die Kandidaten auf die Bühne. Und zwar alphabetisch, als erstes den Alexander Gressierer. Dann den Sepp Heiß. Den Uli Proske. Und Toni Ried. Und wie es so bei Zusammenkünften von vielen Menschen gibt, gibt es ein paar Spielregeln. Die gelten für Sie, die gelten für mich und die gelten natürlich auch für die Kandidaten. Und die will ich kurz erläutern. Wir gehen durch die Themen über 6 Themenbereiche. Sie werden sich wundern, dass ich immer zu Beginn von einem Themenbereich ein Kolping-Mitglied aufrufe, das eine fast perfekt formulierte Frage stellen wird. Das muss Sie nicht überraschen, das ist tatsächlich auch so vereinbar. Das sind Fragen, die wir uns im Kolping-Vorstand überlegt haben und die eben dann von Kolping-Mitgliedern vorgetragen werden. Das werden 1 oder 2 Fragen sein und danach, und schon bitte melden Sie sich auch während der 1. oder 2. Frage, kommen natürlich dann Sie zum Zuge. Eine Regel gilt für alle, und zwar heute diese 1-Minuten-Regelung. Wir lassen Fragen
zu mit einer Minute Länge und wir lassen Antworten zu mit einer Minute Länge. Für alle Kandidaten gilt, die haben pro Antwort eine Minute, aber jeder hat noch den berühmten Zeitjoker, nämlich zweimal eine Minute. Das heißt, er kann aber in getrennten Antworten kann er jeweils eine Minute verlängern. Wenn er die zwei Minuten insgesamt rum hat, ist es rum, dann muss er mit der Zeit auskommen, die halt regulär ist, sprich eine Minute. Für alle, die heute eine Frage stellen, bitte Fragen und Antworten nur übers Mikrofon, sonst macht es keinen Sinn bei dieser großen Menge. Wir haben zwei Mikrofonträger, das ist der Raphael und der Benedikt, vielleicht zeigt er euch kurz. Beide an der rechten Seite, jawohl. Die gehen nachher durch und sie melden sich einfach per Handzeichen, dass sie eine Frage stellen wollen. Bitte nicht ungeduldig werden, es kann natürlich ein bisschen dauern, bis sie dran sind, aber wir schaffen das schon. Einfach ein bisschen melden. Wir messen die Zeit der Antworten. Dafür haben wir unsere Zeitmesser hingesetzt. Und zwar fange ich rechts an, Holger Heusgen haben Sie alle gerade schon erlebt, unser Vorsitzender. Dann die Steffi Brandhuber, den Michael Weininger, jetzt komme ich selber ins Schleudern, den Rainer Holzner, das wäre peinlich, wenn ich die nicht kenne, meine Frau Silvia Rupp und Manfred Kube, der koordiniert das Ganze, der ist auch der Verantwortliche für den Livestream und der sorgt auch dafür, dass ich Informationen auf dieses Gerät bekomme, wie viel Zeit die einzelnen Kandidaten schon gesprochen haben. So viel zu den Spielregeln und dann starten wir. Und zwar starten wir damit, dass sich jeder Kandidat eine Minute lang vorstellt, selbst vorstellt und wir starten auch nochmal alphabetisch mit dem Alexander Gressierer. Vielen Dank, lieber Manfred. Meine Damen und Herren, mit viel Herzblut und Leidenschaft durfte ich in den letzten 6 Jahren im Ebersberger Stadtrat dienen. Ich kenne deswegen die aktuellen Projekte und weiß auch, welche Herausforderungen wir in den kommenden Jahren begegnen werden. Als Bürgermeister ist es mir deswegen besonders wichtig, die zukunftsorientierte, die zielstrebige und vor allem sachorientierte Politik der letzten Jahre weiter fortzusetzen. Und zum Beispiel auch als Geschäftsführer des Vereinskartells, mit dem wir ja gemeinsam die Interessen von über 100 Vereinen in Ebersberg vertreten, spüre ich, wie bedeutend es ist, dass wir gemeinsam an einer zukunftsorientierten Politik für Ebersberg arbeiten. Diese Erfahrung aus dem Stadtrat der Kommunalpolitik, dazu die berufliche Erfahrung, dazu gehört auch das Studium Agrarbetriebswirtschaft, ein Verwaltungsstudium, möchte ich dazu nutzen, gemeinsam mit Ihnen für Ebersberg genau das zu machen, eine zukunftsfähige Politik. Und wenn dann in einer Nominierungsversammlung, übrigens als einziger der Kandidaten hier in einer echten Wahl mit Mitbewerber, über 80% der Versammlung mir das Vertrauen aussprechen, wenn auch ein Walter Brillmeier mir in vielen Gesprächen immer wieder signalisiert, dass er mir das zutraut, dann bin ich dazu gerne bereit und freue mich auch über Ihre Unterstützung bei der Bürgermeisterwahl. Vielen Dank. Und nun als zweiter Kandidat unser Josef Peis und der Pro Ebersberg Bürgerinitiative, oder wie nennt man Wählergemeinschaft? Auch von mir, grüß Gott, mein Name ist Josef Peis, ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und Vater von 3 Kindern. Geboren und aufgewachsen bin ich im Landkreis Erding. Einige von Ihnen würden jetzt sagen, Trausterholzer. Ich habe hier vor 16 Jahren meine Frau bei einer Veranstaltung, die ich moderiert habe, kennengelernt und mittlerweile Ebersberg und das Umland kennen und lieben gelernt. Ich bin als Geschäftsführer beim Diözesanrat der Katholiken, auch mit Personal beschäftigt, habe da Personalverantwortung unter anderem, bin gelernter Bankkaufmann und habe Politikwissenschaft studiert. Heimat zu gestalten hat mich immer angetrieben, ob in unterschiedlichen Vereinen oder auch als junger Kerl im Gemeinderat. Heimat gestalten wollen wir auch mit Pro Ebersberg.
Wir sehen natürlich die gute Arbeit, die geleistet wurde in der Stadt, die guten Voraussetzungen, um Ebersberg zu entwickeln. Wir sehen aber auch die Herausforderungen. Wir wollen die Fenster und die Türen des Rathauses weit aufmachen, damit frischer Wind in die Stadt und die Stadtpolitik kommt, damit wir Ebersberg miteinander und parteiunabhängig gestalten können. Mit den Energien und Kompetenzen der Bürger, die sollen hineinfließen in die Fenster und Türen des Rathauses. Nun Uli Broske für die SPD. Ja, guten Abend zusammen. Mein Name ist Uli Broske, 49 Jahre alt, drei Kinder zwischen 14 und 20. Seit vielen Jahrzehnten hauptamtlich für die Wasserversorgung in Ebersberg zuständig. Seit vielen Jahrzehnten spielt die Feuerwehr mein Leben eine wichtige Rolle. Seit 24 Jahren bin ich deren Kommandant. All diese Aufgaben haben mich natürlich auch die Verwaltung kennenlassen gelernt. Was muss ein Bürgermeister mitbringen in das Amt? Er muss auf die Leute zugehen können, er muss zuhören können und er muss die Leute zusammenbringen können. Ein Bürgermeister muss Probleme lösen können und darum muss er Ebersberg auch gut kennen. Und da ich all diese Eigenschaften vereine, will ich mich ab dem 1.5.2020 als Bürgermeister für die Stadt Ebersberg zur Verfügung stellen. Danke. Bötzl von der FDP. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend. Ich möchte mich bei der Kolping-Familie sehr herzlich für die Einladung bedanken und freue mich jetzt, dass das Interesse hier so groß ist. Ich möchte jetzt in der Vorstellung unbedingt über mein politisches Programm sprechen. Das, glaube ich, liegt in vielen Flyern und so weiter schon verteilt aus. Sondern ich möchte gerne lieber einen Einblick in meine Persönlichkeit geben, wie ich ticke, wenn man das so sagen kann. Also, ich bin 58 Jahre alt. Ich lebe seit meiner Geburt hier in Ebersberg. Ich habe den einzigen Makel, dass ich in München geboren bin, das kann ich aber leider nicht mehr ändern. Ich bin jetzt hier aufgewachsen, ich war hier im Kindergarten, Volksschule und bin dann in Grafing aufs Gymnasium gegangen. Und danach habe ich meinen Wehrdienst in Freising abgeleistet und habe an der Technischen Universität in München Vermessungswesen studiert, mit Abschlussdiplom. Ich war dann ein paar Jahre angestellt in München in einer großen Consultingfirma für Infrastrukturplanung und Umweltplanung. Danach habe ich mich selbstständig gemacht und habe jetzt seit über 20 Jahren ein Büro in Ebersberg. Ich habe zwei erwachsene Söhne, der eine studiert mittlerweile in Kufstein und der andere macht Abitur, das ändert sich. In meiner Freizeit bin ich zum Beispiel begeisterter Motorradfahrer, bin im Urlaub ganz gerne individuell unterwegs, Frankreich, Rumänien und so. Und das ist meine Freizeit. Und dann noch 18 Jahre Stadtrat mittlerweile, 12 Jahre für die CSU und seit 2014 jetzt für die Freien Demokraten. Mein Motto ist immer gewesen, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Das ist zwar Zitat von Friedrich II. Von Preußen, bitte um Entschuldigung hier in Bayern, aber es ist von meiner Grundeinstellung her sehr zutreffend. Für mich ist die Freiheit des Einzelnen sehr wichtig und die dann dort endet, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und das Subsidiaritätsprinzip bedingt mein politisches Handeln. Die Stadt oder der Staat soll nicht dann eingreifen, wenn es die untergeordnete Körperschaft nicht mehr schafft. Bernhard, du bist dabei, deinen Joker zu verwenden. Okay, dann lasse ich es. Das ist nur so viel. Danke. Und nun der, den man eigentlich nicht vorstellen müsste, aber der natürlich sich jetzt auch vorstellt, Toni Ried von den Freien Wählern. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass heute so viele gekommen sind und dass die Idee vom Kolpingsverein aus gestartet worden ist, eine so herausragende Diskussionsrunde zu machen. Meinen herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, ich kenne natürlich viele, die hier in dieser Runde sitzen. Ich selbst bin seit über 6 Jahren zweiter Bürgermeister und war vorher Dritter und bin natürlich für die Stadt Ebersberg laufend auch unterwegs. Es ist für mich selbstverständlich, dass man als Bürgermeister einen
eine Besonderheit einsetzen muss. Und das ist die Verhandlungsbereitschaft und die Verhandlungsfähigkeit. Ich bin in einer Fraktion, die keinen Fraktionszwang hat. Das heißt, auch hier beginnt die Verhandlung schon. Und ich selber habe zu vielen Dingen was zu sagen. Ich war lange Jahre Vorsitzender vom Verschönerungsverein, habe mich, und es ist nicht so, dass ich sage, ich will das machen, sondern ich habe mich für die Heimat ganz besonders eingesetzt und viele Dinge mit Freunden und Mitarbeitern, kann man sagen, umgesetzt. In diesem Sinne möchte ich entschieden weitermachen und mich für Ebersberg weiterverwenden. Ich danke Ihnen. So, Sie haben jetzt auch bei der Vorstellung mehrfach so ein Klingeln gehört. Das ist kein Defekt in der Anlage. Wir haben eine kleine, feine Klingel mitgebracht, mit der wir dann eben die Fragesteller bzw. vor allem die Kandidaten daran erinnern, wie kurz oder lang eine Minute sein kann. Jetzt starten wir mit unserem Programm, und zwar möchte ich als erstes mal mit Ihnen anfangen, mit dem ganzen Publikum. Die oben müssen heute 2 Stunden stehen und überwiegend stehen, und deshalb zeigen Sie ein bisschen Solidarität. Ich möchte Sie bitten, mal alle aufzustehen. So, wenn alle stehen, dann habe ich die Bitte, dass sich jetzt diejenigen wieder hinsetzen, die bereits jetzt wissen, wen sie am 15. März wählen, die also ihre Entscheidung schon getroffen haben. Die noch unentschlossen sind, bitte einfach mal stehen bleiben. Das ist schön. Für die Kandidaten ist das jetzt sehr wichtig, denn die sehen jetzt, um welches Potenzial sie heute kämpfen. Also es sind doch sehr, sehr viele. Finde ich klasse. Also heute lohnt es sich, da voll ins Zeug zu legen. So, es dürfen sich jetzt alle... Oh, nee, Entschuldigung. Kleines nächstes Spiel, aber hat auch was natürlich mit der Wahl zu tun. Nochmal bitte alle aufstehen. Ich muss Ihnen vertrauen, weil ich sehe durch das Licht fast nicht, ob jemand steht oder sitzt. Ich sehe überwiegend nur Schatten und relativ helle Gesichter. So, alle stehen, und jetzt möchte ich bitten, dass die Männer sich hinsetzen und die Frauen stehen bleiben. Und ich würde mal sagen, das deckt sich so ziemlich mit den Wahlberechtigten von Ebersberg. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, 49% der Frauen, 51% der Männer sind wahlberechtigt, und das ist eigentlich auch das, was man jetzt hier sieht. So, dann machen wir mal weiter. Die Frauen schauen sich jetzt bitte einfach mal um, bleiben stehen natürlich, schauen sich um und schätzen mal, wie viele Frauen auf der Kandidatenliste der SPD stehen. Das heißt, ein bisschen rumgucken, ein bisschen schätzen. Wie viel könnten das sein? Also ich helfe ein bisschen, nachher müssen es zwischen 0 und 24 sein. Einfach hinsitzen, dann nicht reinrufen, ein bisschen Bewegung. Hinsitzen, wenn Sie sagen, da stehen viel zu viele, dann setzen Sie sich hin. Ja, das ist schon ein bisschen Bewegung. Bei Kolbing dann aktiv zum Mitmachen wird gebeten. So, jetzt ist die Frage, wie viel das sind. Ich verrate es, es sind 50%. Ja? Also 12 Kandidaten stehen auf der Liste. Ich werde auch nicht bestochen von denen, die noch draußen stehen, dass ich Plätze frei macht. Bitte stehen die Frauen noch einmal alle auf. Und nun schauen Sie sich bitte ein bisschen um und setzen sich hin, beziehungsweise stehen wieder auf. Wenn Sie meinen, es wären zu wenig, schätzen Sie doch bitte den Frauenanteil auf der CSU-Liste. Klasse, da kommt die erste Überraschung. Ich war auch überrascht, als ich nachgeguckt habe, die CSU hat 37% Frauen auf der Liste. Und ich verspreche zum letzten Mal alle Damen noch einmal auf. Und jetzt schauen wir uns mal um, was die neue Gruppierung, die Wählergemeinschaft,
pro Ebersberg an Frauen auf ihrer Liste hat. Schauen Sie sich wieder um, überlegen Sie, setzen Sie sich hin. Im Moment stehen noch zu viele, glaube ich. Jetzt sind es ein bisschen zu wenige. Also, pro Ebersberg hat 33% Frauen auf der Liste. So, jetzt machen wir das natürlich nicht. Jetzt machen wir das natürlich nicht weiter, weil jetzt wird es klar. Wer ein bisschen aufgepasst hat, sieht, die nächsten Parteien rutschen dann doch unter die 30%-Grenze. Das hat eine andere Frage, und zwar an die Herren. Stehen doch mal bitte alle Männer auf. Wunderbar. Sie haben es bei den Frauen abgeguckt, ein bisschen orientieren, wie viel sitzen, wie viel stehen. Und die Frage ist, was glauben Sie, wie viele Männer und auf den ersten 5 Listenplätzen der FDP stehen? Also es müssen so kleine Zahlen werden. Also logischerweise, es sind 14 Kandidaten angetreten. Also 15 Männer, die stehen, wären falsch. Ja. Langsam nähert sich das Ziel, es sind 4. 4 von 5 belegen die Männer. Und last not least, stehen bitte nochmal, ja, jetzt haben wir gesagt, genau das machen wir mit den Damen. Da suchen wir uns 2 Tische aus. Ich würde sagen, den Tisch, den 2, jawohl, stehen Sie doch bitte mal auf. Die Frauen, müssen nur die Frauen heute richtig hart ran. Und der Tisch dahinter. Auch bitte aufstehen, nur die Frauen. So, und Sie schauen sich jetzt gegenseitig an und überlegen, wie viele Frauen sind wohl auf den ersten 5 Listenplätzen der Freien Wähler? Applaus, das ist richtig. Damit möchte ich auch einsteigen. Ich schicke voraus, wir duzen uns hier oben auf der Bühne, das ist bei Kolping üblich, und die beiden Kandidaten, die nicht bei der Kolpingsfamilie Mitglied sind, haben freundlicherweise zugestimmt, dass wir uns duzen. Deshalb, lieber Toni, 1/4 aller Kandidaten Frauen auf deiner Liste, keine einzige unter den ersten 5 Listenplätzen. Was ist denn bei euch los? Eigentlich gar nichts Schlimmes. Wir haben es sehr demokratisch entschieden. Und wir haben unsere Frauen, die bereit waren, nach vorne zu gehen, nach vorne genommen. Wir haben doch 8 Frauen in der Gesamtliste. Ist ja auch nicht schlecht. Und es gibt ja auch viele Frauen, die beruflich engagiert sind und die sagen, ich kann es beruflich nicht so machen, dass ich gleich in die erste Liga gehe. Aber ich glaube, wir haben sehr gute Frauen innerhalb der Gruppierung. Und bei uns geht das alles sehr demokratisch ab. Das möchte ich dazu sagen, es ist da gar nichts los, sondern wir reden alle miteinander, ohne dass wir einen Fraktionszwang haben. Danke. Danke auch. Und jetzt möchte ich den Sepp Peis ansprechen. Pro Ebersberg, 33% Frauen auf der Liste, eine Frau unter den ersten 5. Sag mal, ich habe gedacht, ihr wollt eine andere Politik machen. Die kommt mir ziemlich gleich vor. Ich weiß nicht, ob der Politikstil geschlechterabhängig ist. Ich glaube, der Politikstil, den wir betreiben, ist, dass wir die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen mit ihren Kompetenzen, unabhängig vom Geschlecht. Auf dem Fußballplatz haben wir gesagt, es gibt gute oder schlechte Fußballer, nicht junge oder alte Fußballer, deswegen machen wir Politik mit Bürgerinnen und Bürgern, die Lust haben, die Stadt mitzugestalten und die aus unserer Sicht auch die Kompetenzen mitbringen. Abgesehen davon, dass natürlich auch bei den anderen Listen genauso kompetente Menschen, Kandidatinnen und Kandidaten dabei sind. Wir haben jetzt 180 Menschen oder Personen dazu gebracht, dass sie ins Rathaus gehen und für uns unterschreiben, dass wir jetzt tatsächlich auch mitmachen können bei der Wahl. Vielen Dank an dieser Stelle Ihnen und vielen Dank an die, ja, ich finde, das ist ein Applaus wert. Genau. Dankeschön. Uli, dich und die SPD übergehe ich jetzt frech. Ich sagte auch, warum
Damit habe ich eigentlich auch gerechnet mit 50% Frauenanteil bei den Roten. Ich möchte zu dem, was man auch im Saal gemerkt hat, die große Überraschung für mich und anscheinend auch für viele im Saal, Alexander, CSU, bisher in der Stadtratsfraktion 2 Frauen und 9 Männer. Und jetzt 37% Listenanteil und 3 Frauen auf den ersten Plätzen. Wie dürfen wir denn das verstehen? Ja, als wir unsere Liste aufgestellt haben, war es uns in der CSU und auch mir als jungen Kandidaten besonders wichtig, dass das Liste aus der breiten Gesellschaft Ebersbergs wird. Dazu gehört natürlich irgendwo annähernd vernünftiger Geschlechterproporz, nenne ich ihn jetzt mal, und die Steigerung von 2 Stadträtinnen auf fast 40% ist da so eine vernünftige Entwicklung. Dazu gehört aber natürlich auch, dass alle Altersgruppen vertreten sind. Dazu gehört, dass ich aus allen Gesellschaftsbereichen Menschen vertreten habe, die sich engagieren wollen, die ihre Interessen damit in die Stadtpolitik hineinnehmen. Und insofern bin ich da mit unserer Liste auch deswegen sehr zufrieden, weil wir eine wirklich gute Mischung all dieser Kriterien zustande gebracht haben. Wichtig ist für mich, dass das Ganze immer auch ein kontinuierlicher Prozess ist. Das heißt jetzt nicht einer Quote willen irgendwo gegenzusteuern, sondern es einfach auch zu schauen, die aktiven Stadträte mit zu integrieren. Und das haben wir geschafft, dass man sich da Schritt für Schritt auch einer gleichen Verteilung im Stadtrat annähert. Dankeschön. Ich würde dir ein Freilos anbieten, außer du bestehst drauf zu dem relativ schwachen, zumindest optisch schwachen Frauenbild auf deiner Liste, was sagen zu wollen. Ja, dann bitte. Ich sage dazu gern was dazu. Also es gibt kein Problem damit, dass wir keine Frauen auf der Liste hätten haben wollen. Man muss auch jemanden finden, der bereit ist, vorne zu kandidieren. Wir hatten da auch Gespräche. Ich denke, wir haben jetzt zwar nur eine Frau unter den ersten 5, aber wir haben dafür auch junge Kandidaten unter den ersten 5, das war mir sehr wichtig. Und man sollte nicht nur den Proporz so sehen, sondern einfach auf die gute Mischung, die eine Liste hat. Jung und alt, männlich, weiblich, Beruf, alles sollte gut vertreten sein. Das ist meine Meinung. Danke. Danke auch. Und eigentlich wollte ich nur 3 fragen, das habe ich auch schon in der 4. auch genommen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. Sag du auch bitte nochmal was dazu, aber du hast trotzdem deinen Bonus, dass du die nächste Frage dann auch beginnst. Also 2-mal hintereinander. Herzlichen Dank bei der SPD. Parität ist schon seit vielen, vielen Jahren Tradition. Das war bei uns ein leichtes, dass wir 50-50 herstellen. Und wir haben so viele tolle junge Kandidaten mit dabei, zwischen 22 und 70, und wir haben quasi alles vertreten, von jeder Berufssparte vertreten, und wir haben wirklich ganz, ganz tolle Leute auf der Liste, und wir gesagt haben, dass wir gemischt haben, das war kein Problem. Dann starten wir in unsere 2. Fragerunde. Wir haben auch ja über die Presse bekannt gemacht, dass man uns Fragen schicken kann. Der Ebersberger Rainer Huller hat das gemacht, hat eine Mail geschickt, und die passt ganz gut zu den Grußworten von unserem noch amtierenden Bürgermeister Walter Brillmeier, nämlich er fragt: Mit dem politischen Amt des Bürgermeisters ist auch ein verwaltungsmäßiges Amt und die Dienstaufsicht über ca. 70 Mitarbeiter der Stadt verbunden. Welche Führungserfahrung weisen Sie vor und was zeichnet Ihren Führungsstil aus? Uli, da darfst du jetzt anfangen. Ja, danke. Also die Führungserfahrung erstreckt sich bei mir von meiner beruflichen Tätigkeit, Mitarbeiter zu motivieren, zu leiten, bis hinüber in den ehrenamtlichen Bereich. Das ist wieder eine ganz andere Angelegenheit. Also trotzdem muss man da seine Kollegen und Kameraden führen und motivieren, Dienste zu tun, die man vielleicht nicht gern tun will. Mein Führungsstil ist natürlich in der Feuerwehr etwas anders als wie am Arbeitsplatz oder am Arbeitsplatz, wenn es notwendig ist, muss man einfach mal Entscheidungen treffen. Im Prinzip natürlich einen kooperativen Führungsstil, das ist ganz klar, aber als Bürgermeister bleibt es natürlich auch nicht aus, dass man wahrscheinlich irgendwann eine Direktive vorgibt, wie die Sache zu laufen hat und wie das Ganze vonstatten geht. Man trägt auch am Ende die Verantwortung, aber im Prinzip ist natürlich die Zusammenarbeit, ganz klar, die Teamarbeit. Dankeschön.
Und dieselbe Frage natürlich auch an dich, Toni. Welche Führungserfahrung weist du vor und was zeichnet deinen Führungsstil aus? Das kann ich gerne sagen. Ich war 13 Jahre lang in einem großen Betrieb Arbeitssteuerer und Controller. Habe zwischen den Abteilungen verbunden. Es waren immer schwierige Situationen. Es haben immer Leute gefunden werden müssen, die etwas bezahlen müssen. Und da war ich mittendrin und habe das mit Leidenschaft gemacht. Für mich ist eine Problemlösung eigentlich keine Belastung, sondern eine Herausforderung, die ich gerne mache. Und ich möchte noch ergänzen, nach diesen 13 Jahren haben wir uns, meine Frau und ich, selbstständig gemacht. Das ist ja auch eine Sache, die eine völlige Umstellung ist. Und auch das haben wir geschafft. Wir haben erst vor kurzem, hier sitzt sie auch, das Geschäft an unsere Tochter weitergeben, damit wir Luft haben für die Kommunalpolitik. Also ich glaube schon, dass ich da Erfahrung habe. Ich danke Ihnen. Dann möchte ich dem Alexander dieselbe Frage nochmal stellen. Welche Führungserfahrung weist du vor und was zeichnet dein Führungsstil aus? Einen Führungsstil kann ich eigentlich in zwei Worten beschreiben. Das ist Wertschätzung und Zuverlässigkeit. Das heißt, die Wertschätzung natürlich auf beiderseitiger Richtung, und je mehr ich als Bürgermeister auch merke, ich kann mich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung verlassen, desto eher kann man da im Führungsstil dann entsprechend auch entgegenkommend sein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch selbst gestalten lassen. Führungserfahrung hauptsächlich aus dem ehrenamtlichen Bereich. Ich habe es in der Vorstellung schon gesagt, im Vereinskartell bündeln wir über 100 Vereine in Ebersberg. Auch als Ortsvorsitzender der CSU habe ich Gremien zu leiten, habe ich Tagesordnungspunkte zu setzen, Sitzungen zu führen. Und wenn Stefan's mal klang, die CSUler sind da eigentlich immer ganz einfach. Dankeschön. Dann sag doch du bitte deinen Führungsstil und deine Führungserfahrung. Wie ich schon in meiner kurzen Einführung damals angesprochen habe, war ich einige Jahre, längere Jahre bei einer Consulting-Firma beschäftigt und dort Projektleiter. Ich habe da unter Kollegen, Ingenieure wie ich, Techniker, alles die Projekte leiten können und daneben auch zu einem großen Vergnügen, jeder, der das schon mal miterlebt hat, auch Verhandlungen mit der, zum Beispiel mit der Deutschen Bahn führen dürfen. Das ist für mich eigentlich eine gute Erfahrung gewesen. Ich bin bin ich ein Teamplayer, sage ich mal. Ich höre gerne, was die anderen sagen und bilde meine Meinung, kann aber dann auch genauso entscheiden, wie die Richtung geht. Das ist meine Erfahrung bis jetzt. Danke. Dankeschön. Und den Abschluss macht unser Josef Peis. Josef, Führungserfahrung und Führungsstil. Ich habe in unterschiedlichen Rollen Dienst und Fachaufsicht gehabt, also Führung wahrgenommen. Aktuell jetzt beim Diözesanrat. Jeder, weil du fragst nach den Führungsstilen, ich glaube, man kann sie nicht als Führungskraft auf einen Führungsstil festlegen, weil jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin braucht einfach eine andere Führung, eine andere Begleitung, damit er oder sie bestmöglich Arbeit leistet. Also deswegen lege ich mich nicht auf einen Führungsstil fest. Den einen muss man ein bisschen schieben, den anderen muss man bremsen. Die Ziele müssen klar miteinander sein. Und dafür dienen Dienst und Fach, also die Dienstgespräche, die man regelmäßig machen kann und was auf mich als Führungskraft auch darauf ankommt, zuzuhören. Und zuzuhören wird wahrscheinlich auch die erste oder wird in den ersten Monaten die Hauptaufgabe sein als neuer Bürgermeister von Ebersberg, wenn ich nachfolgen darf, weil die jetzt 24 Jahre oder 26 Jahre einen wunderbaren Chef gewohnt waren. Und jetzt muss man viel umstellen, jetzt kommt ein neuer und da kommt es darauf an, für mich auch einfach die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennenzulernen. Und das geht mit Zuhören. Zuhören ist ein wichtiges Element beim Thema Führung. Und jetzt wird es auch für Sie noch mal ein Stückchen spannend, denn der Erste setzt seinen ersten Minuten-Joker ein. Der Toni möchte noch was dazu sagen. Ja, vielen Dank. Das habe ich jetzt
zu Beginn direkt vergessen. Es ist selbstredend, dass ich als zweiter Bürgermeister die Verwaltung des Rathauses führen kann und habe das ja auch gemacht in der Zeit, wo der Walter Brillmeier angeschlagen war und Gott sei Dank wieder vollständig genesen ist. Und in dieser Zeit habe ich das Rathaus längere Zeit in der Hand gehabt und auch als Führungsperson dort auch durchgesetzt, dass es weiter, ganz normal weitergeht. Wir haben eine hervorragende Verwaltung, das möchte ich an dieser Stelle sagen, und haben damals einen Haushalt aufgestellt miteinander, der gut abgeschlossen worden ist. Ich danke. So, und nun kommt wieder ein bisschen Bewegung, auch ins Bild. Sie werden wieder mit einbezogen. Jetzt kommen die Bereiche, die Themenbereiche, die wir auch mit den Kandidaten abgestimmt haben. Das heißt, wir haben denen die Themenbereiche genannt, die wir heute ansprechen wollen. Und wir fangen mit dem ersten Themenbereich an. Das ist der Themenbereich Wohnen und Leben. Aber natürlich haben die Kandidaten nicht jetzt die einzelnen Fragen oder die einzelne Frage, die jetzt gleich gestellt wird, vorher gewusst, weil dann hätten wir es aufgezeichnet und ihnen einfach per Mail geschickt. Also die Fragen sind nicht bekannt, nur der Themenbereich. Und die erste Frage stellt unser Kolbing-Mitglied Elisabeth Röckel-Larasa. Bin ich zu hören? Ja. Also meine erste Frage. Die vielfach beklagte Wohnungsraumnot, speziell in den Ballungsräumen, zwingt auch Ebersberg, sich dieser Diskussion zu stellen. Welche Pläne haben Sie zur weiteren Bebauung in Ebersberg an den Stadträumen, an den Stadträndern? Und wie wollen Sie die umliegende Landschaft schützen und den Flächenverbrauch so gering wie möglich halten? Jetzt würde ich mal sagen, Freiwillige vor. Wer möchte was dazu sagen? Alexander war der Erste, dann der Toni. Bitte los. Ein ganz wichtiges Credo, das wir in der Ebersberger Stadtpolitik da schon lange verfolgen, an dem ich auch festhalten möchte, ist das Prinzip moderaten Wachstums, denn auch die ganze soziale Infrastruktur, Kindergärten, Schulen und so weiter, müssen einer Wohnbebauung, einem Wachstum der Bevölkerung Schritt halten können. Um das Thema Flächenknappheit aufzugreifen, möchte ich setzen auf eine Entwicklung innen vor außen, also Innenstadtverdichtung in dem Maße, wie es das Stadtbild erlaubt. Zum Beispiel auch bisher schlecht genutzte Flächen, ich sage einmal Stichwort Straßenmeisterei, zu nutzen. Wir hatten ja da mal einen Antrag gestellt, das zum Beispiel für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen, weil eine Straßenmeisterei nicht innenstadtnah gelegen sein muss. Und dann vor allen Dingen in vielen kleinen Punkten eine Entwicklung zu befördern, die das Stadtbild, die dem jeweiligen Stadtcharakter entspricht. Das ist mein Anliegen hier. Da gibt es eine Reihe dazu zu sagen. Es ist ja der sogenannte Druck der Stadt München, liegt in dem Umfeld. Ein wirklicher Druck als solcher kann von einer Stadt wie Ebersberg gut beantwortet werden. Wir haben den Flächennutzungsplan und nach dem können wir vorgehen. Verdichtung um jeden Preis in der Innenstadt halte ich für eine ungünstige Lösung. Um jeden Preis, das heißt eine Verdichtung, die auch Probleme mit den Parkflächen schafft. Ich selbst war vor nicht allzu langer Zeit mit den Besitzern des Augrunds zu einem Gespräch zusammen. Der Augrund liegt im Süden von Ebersberg an einer Stelle, wo man ja, speziell für Einheimische im Rahmen der Möglichkeiten, die wir jetzt noch haben, Wohnraum schaffen soll. Das ist ja ein Spagat. Wir haben die Möglichkeit, wir müssen Wohnraum für unsere Leute schaffen, erschwinglichen Wohnraum. Der Stadtrat hat im Übrigen verabschiedet, dass da dort mit Sozialbindung Wohnungen entstehen, und auch freie Wohnungen. Und das ist auf die Reise gebracht worden. Und bei den Verhandlungen war ich integriert. Und das ist das, was wir gehen müssen. Wir müssen schauen, dass man nicht hier alles verdichtet bis zum Gehtnimmer, dass sich keiner mehr
wohlfühlt in der Stadt, sondern dass wir Lösungen finden, die für alle passabel sind. Und vor allen Dingen nicht immer sich unter Druck setzen lassen, sondern wir haben die Planungen selbst in der Hand. Bedanke. Dankeschön. Jetzt kommen Uli, danach der Josef und dann der Bernhard. Ich sage, ein kommunales Wohnbauförderprogramm zum Beispiel in Anspruch nehmen. Wir haben zum Beispiel in Ebersberg noch Flächen im Innenraum in der Eberhardstraße unten. Danke. Da wo die SPD schon lange dahinter ist, dass da hinten, dass da drunten sozialer Wohnraum entsteht. Sozialer Wohnraum, barrierefreier Wohnraum bis 8 Euro maximal auf dem Quadratmeter ist uns wichtig. Bei den Hausbesuchen habe ich natürlich auch festgestellt, wir haben natürlich Quartiere, oder mal. Du weißt das natürlich aus beruflichen Gründen, da kann man nicht mehr nachverdichten. Aber wir haben natürlich auch Quartiere, da kann man sehr wohl noch nachverdichten, es ist trotzdem nur luftig. Das heißt, wir müssen schon auch schauen, wo wir innen drin noch was machen. Wir haben Flächen, wo wir noch bebauen können, allerdings nicht mehr allzu viele öffentliche Flächen, die wir bebauen können. Das sind nur noch wenige Quadratmeter und da müssen wir uns ganz genau überlegen, was wir tun. Man darf zum Beispiel darüber nachdenken, was macht man denn mit so einer Fläche wie mit dem Parkplatz vom Aldi draußen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man stellzugbarweise macht und im Parken oben wohnen. Man kann im Internet ganz toll schauen, was im Norden von Deutschland läuft, was in München läuft, den Joker bitte. Was in München läuft, was Aldi, Lidl, Edeka macht, einkaufen, wohnen, sozialer Wohnraum, barrierefreier Wohnraum. Also es gibt viele Möglichkeiten, die wir in Ebersberg auch noch haben. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Feuerwehrhaus 5 Wohnungen untergebracht mit dem neuen Feuerwehrhaus. Wir werden vermutlich, glaube ich, ein neues Feuerwehrhaus bekommen. Möchte ganz gern 10 Wohnungen drin haben, weil das natürlich wichtig ist. Müssen nicht bloß Feuerwehrler sein, können auch Krankenschwestern, Rettungsdienstler, sonstige Berufe sein, die nicht zu den Hochpreisen verdienen können. Also die Möglichkeiten, die wir haben, müssen wir sinnvoll nutzen. Und auch die genossenschaftlichen Bebauungen, wie zum Beispiel Friedenszeichen 8, die jetzt da draußen entsteht, entstehen wieder Genossenschaftswohnungen, wo Leute wirklich eine Chance haben, günstigen Wohnraum zu ergattern. Und die müssen wir natürlich weiterhin fördern und ausstatten, dass die ihren Job nachgehen können und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Danke. Nur der Hinweis. Wer auch zu dem Themenbereich Wohnen und Leben eine Frage stellen möchte, der sollte jetzt langsam mal seine Hand dann heben, dass wir das ein bisschen schon mal ohne Zeitverlust organisieren können. Danke. Josef? Wohnen ist eine riesen Herausforderung, einen günstigen Wohnraum zu finden im Speckgürtel von München. Ist eine Herausforderung, die die Stadt Ebersberg aus unserer Sicht nicht alleine stemmen kann. Es gibt, der Uli hat schon angesprochen, zum Beispiel das kommunale Wohnraumprogramm, das man als Stadt nutzen kann. Um als Stadt dem Thema ein bisschen Herr zu werden, braucht es aus unserer Sicht eine strategische Ausrichtung. Es braucht eine Bodenvorratspolitik. Aktuell fahren auch CSU-regierte Kommunen nach Wien und schauen sich das Modell Wien an. Die Stadt Wien hat, ich glaube, das war noch im Zweiten Weltkrieg, hat den Boden in ihrem Eigentum belassen. Dadurch haben sie den Boden der Spekulation entzogen. Und jetzt profitieren sie unheimlich davon, weil sie als Stadt agieren können, weil sie Grund- und Bodeneigentümer sind. Und das ist aus unserer Sicht die richtige strategische Ausrichtung. Ich habe auch bei meinen Hausbesuchen jetzt in den unterschiedlichsten Wohnungen Menschen angetroffen, die, auch ich würde den Joker nicht bitte, die schon älter sind und sich über die Treppen raufplagen müssen. Ich glaube, oder wir gehen davon aus, dass die Eltern älter werden, die Gesellschaft in Ebersberg, dass die große Herausforderung für die Stadt Ebersberg sein wird, dass wir kleine, flexible, barrierefreie Wohnungen benötigen, auf lange Sicht, damit die älteren Menschen da gut und lange leben können. Lange einen Mietvertrag zu haben beispielsweise ist viel besser als einen Pflegevertrag zu haben. Das ist uns ganz wichtig, dass wir uns hier aufstellen. Das ist die Herausforderung beim Thema Wohnen für Ebersberg, dass wir flexiblen Wohnungsraum schaffen und auch barrierefreien Wohnungsraum schaffen. Natürlich, also wenn man sagt, man muss das Wohnraumproblem lösen, dann hilft nur bauen. Das sehen wir, aber auch wir halten uns an den Grundsatz Innenverdichtung vor Außenverdichtung. Wir wollen aber nicht einen sozialen Wohnungsraum schaffen, irgendwo am ich nehme gleich noch den zweiten Joker. Das geht leider nicht.
Ja, das haben wir aber nicht in den Regeln. Doch, das stand so in den, habe ich so in der Regel gesagt. Wir wollen vermeiden, dass 3-Minuten-Blöcke gesagt werden, weil dann unserer Meinung sind, das Wesentliche dann kann man in ein oder zwei fassen. Also einfach einen schönen Schluss finden. Dann spare ich mir die Antwort auf und bringe die woanders unter, hoffentlich. Genau, danke schön. Die Probleme des ganzen Großraums München sicher nicht lösen können. Wir sollten weiter bei unserem behutsamen Wachstum bleiben, 1% zurzeit, und Wohnraum schaffen primär ist meine Meinung für unseren eigenen Ebersberger Bedarf und keinen Zuzug auslösen. Für mich ist es vielleicht jetzt auch ein Paradigmenwechsel. Ich bin der Meinung, dass einheimischen Bauern in der derzeitigen Form hat eigentlich ausgedient. Wir brauchen nicht Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser, wir brauchen wirklich Geschosswohnungsbau. Günstige Wohnungen für junge Ebersberger, die weggehen müssen hier aus Ebersberg, weil sie nichts bekommen. Genauso wie Wohnungen für Senioren, die passend ausgebaut sind. Wenn wir Bauland neu ausweisen wollen, denke ich an ein Modell. Ein Drittel sollten für den sozialen Wohnungsbau verwendet werden, ein weiteres Drittel sollte für die Ebersberger mit einem Belegungsrecht durch die Stadt reserviert werden, und das letzte Drittel sollte der da den Fläche zur Verfügung stellt, zu seiner Nutzung haben. Wenn er dann meinetwegen ein Einfamilienhaus bauen will, dann ist es seins. Aber primär Geschosswohnungsbau, wir brauchen günstigen Wohnraum vor allen Dingen. Und auch da wird es jetzt Zeit für einen guten Schlusssatz. Okay, und vor allen Dingen, bei mir ist auch Vorrang innen vor außen, ganz einfach und kurz gesagt. Wunderbar. So, gibt es von Ihnen Wortmeldungen oder sollen wir noch eine vorbereitete Kolbing-Frage von der Lisa Laser stellen lassen? Ist da jemand? Ich kann es leider nicht mehr sehen. So, wenn Sie sich bitte am besten aufstehen, dass man wenigstens sieht, woher es kommt, und wenn Sie ganz kurz Ihren Namen sagen, genügt schon. Guten Abend, mein Name ist Klaus Wintermann. Für mich ist die Frage bei dem Wohnungsbau in Ebersberg, warum wir immer weiter in den Westen bauen, dass praktisch der Marienplatz, das E1, das Rathaus an den Stadtrand rücken. Das sehen wir jetzt auch wieder, dass das neue Baugebiet unten beim Augrund geplant wird. Das verursacht leider auch eben erhebliche Verkehrsprobleme innerhalb der Stadt. Und ich denke, es wäre vielleicht nicht ganz schlecht, und dazu würde ich gerne die Meinung hören, ob wir nicht mal anfangen würden, Ebersberg wieder rundlicher zu machen, als so ein Gebilde, was weit in den Westen hinausreicht. Dankeschön. Eine vorbildliche Frage, kurz, bündig, präzise. Das Einzige, was man noch dazu steigern könnte, haben Sie die Frage an alle oder an einen speziellen Kandidaten oder mehrere Kandidaten? An alle. An alle. Gut, dann fangen wir doch an. Ich würde sagen, der Alexander hat, glaube ich, die längste Pause gehabt. Nein, ja doch. Alexander, dann Uli, dann Toni, dann Bernhard und dann Josef. Die bisherige Stadtentwicklung hing in weiten Teilen auch einfach damit zusammen, in welche Richtung ist Fläche verfügbar. Ganz zentral ist für mich in erster Linie nicht so sehr, wohin entwickeln wir uns, sondern dass jeder Stadtteil nahe Möglichkeit hat, die Güter des täglichen Bedarfs zu besorgen, sich zu versorgen, dass wir eine gewachsene Stadt wieder vernetzen. Das heißt, da möchte ich einen Schwerpunkt darauf setzen, dass es in jedem Stadtteil Einkaufsmöglichkeiten gibt, dass wir zum Beispiel mit so einem System Ringbus oder wie auch immer man es nennt, eine Stadt wieder vernetzt, um dem Thema Verkehrsproblematik zu entgegnen. Und eine Entwicklung in den Ebersberger Osten hängt dann natürlich mit der Flächenverfügbarkeit dort zusammen. Solange das ein geschlossenes Stadtbild bleibt und wir nicht einzelne Sprenkel außerhalb der geschlossenen Stadt bekommen, ist das was, das man sich einfach mit dem neuen Stadtrat gemeinsam anschauen muss, möchte ich aber nicht grundsätzlich ausschließen. Dankeschön. Toni, du bist dran. Die Frage lässt sich sehr einfach beantworten. Ich bin froh, dass sie gestellt wird, weil sie ist verständlich.
dass der Bürger, der sich dieses Plan anschaut, sagt, warum gingen wir eigentlich jetzt nicht in den Osten? Es ist vorher das Schlagwort gefallen, Verfügbarkeit. Und genau das ist für uns nicht verfügbar. Wir haben die Entwicklungen zum Beispiel in den Westen gehabt, mit allen guten und auch negativen Seiten. Mir ist die Bebauungsdichte zum Teil viel zu eng. Aber im Osten haben wir keine verfügbaren Flächen. Es werden auch keine verkauft. Das heißt, wir stehen eigentlich davor, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie im Augenblick sind. Und das ist genau das, was ich Ihnen sagen wollte. Die Verhandlung, das Nachdrücken, das konsequente Verfolgen von Entwicklungen ist für mich eine der wesentlichen Aufgaben eines Bürgermeisters. Und da gehören diese Entwicklungen auch dazu. Dankeschön. Ebersberg wieder rund machen, ist nicht ganz so einfach, aber wo man sich jetzt vielleicht schon darum kümmern kann, in 10 Verhandlungen mit den Eigentümern, das sind Vorrangflächen zu generieren, dass vielleicht unsere Generationen nicht jetzt und nicht in 20er, nicht in 30er, aber vielleicht in 40er oder 50er Jahren im Osten wie Ebersberg Flächen zur Verfügung hätten, wo man sich vielleicht ein bisschen weiterentwickeln kann. Ansonsten Richtung Weihkette geht natürlich nichts runter als Ebersberg rund machen. Schwierig, aber man kann sich jetzt um die Beforderung von Grundstücksflächen kümmern, dass eben die Nachfolgegeneration etwas haben. Momentan entwickeln wir uns nach Westen, das ist richtig. Dankeschön. Ja, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Wir haben uns die letzten Jahre ganz eindeutig nach Westen entwickelt. Und wir haben auch hier bei uns innerhalb meiner Partei schon darüber diskutiert, welche Möglichkeiten es gibt, das Ganze auch nach Osten zu verlagern. Es ist auch topografisch nicht unbedingt einfach, auf der Ostseite zu bauen. Der Rosskopf ist, glaube ich, ein Landschaftsdenkmal und wird vielleicht auch freigestellt bleiben. Man muss mal kreativ nachdenken, wie man da vielleicht was verwirklichen kann auf der Nordseite. Mal schauen, was da rausgeht. Ich bin da immer offen für sowas, aber man muss ja kreativ mal nachdenken, wie man da was verwirklichen könnte. Dankeschön. Dann kommt noch der Josef. Viele Stichwörter sind schon gefallen. Zum einen die Schwierigkeit mit der Topografie, das andere ist die Eigentümer mitzunehmen. Aus meiner Sicht, wie ich jetzt Ebersberg kennengelernt habe, mir ist lange nicht aufgefallen, dass dieser Marienplatz, dieses historische Zentrum, so weit im Osten liegt und die ganze Wohnraumbevölkerung, der ganze Wohnraum tatsächlich im Westen ist. Das heißt, Ebersberger und Ebersbergerinnen kommen gerne zum Marienplatz. Mir ist eher wichtig, dass wir, wenn wir neue Wohnbaugebiete erschließen, die Verkehrserschließung vorher klar regeln. Das ist sehr wichtig, dass wir nicht einen Wohnraum schaffen, ohne den Verkehr zu überlegen, wie er fließen soll. Mir gefällt, die Grünen haben das in ihrem Programm, diese Quartierspolitik gefällt mir ganz gut, dass man die Quartiere anschaut und schaut, wo kann man denn da was optimieren, Energie, Sozial etc. Was ich nicht will, ist, dass wir sozialen Wohnungsbau, zum Beispiel jetzt bei der Straßenbaumeisterei machen, und auf der anderen Seite, wo es schön ist, da dürfen die Reichen wohnen. Da, wo es nicht so schön ist, ich nehme wieder den Joker. Jetzt darf ich, oder? Gut. Wir wollen als Pro Ebersberg an einer Gesellschaft des Miteinanders arbeiten. Miteinander, alle Schichten miteinander, alle Generationen miteinander, alle Nationen miteinander und keine Separierung. Ich will als Bürgermeister an einer Gesellschaft des Miteinanders mitarbeiten. Und da kann die Stadt sehr viel tun dafür, dass wir miteinander leben, dass wir in die Quartiere soziale Räume finden, wo man sich begegnen kann und dass wir arm und reich, jetzt einmal überspitzt formuliert, und jedes Alter miteinander leben und nicht bei der Straßenmeisterei, die den sozialen Wohnungsbau nötig haben, in Anführungszeichen, und in anderen Gebieten dann die über das entsprechende Guthaben und Einkommen verfügen. Eine Gesellschaft des Miteinanders, wo der Stärkere auf den Schwächeren schaut, das geht nur, wenn man miteinander wohnt, wo der Jüngere vielleicht den Enteilen hilft und der Ältere dafür auf die Kinder aufpasst. Dankeschön. Dankeschön. Und
Der Begriff Kompromiss ist ein paar Mal gefallen bei den Kandidaten, den muss ich jetzt auch von Ihnen leider einfordern. Wir müssen den Themenbereich wechseln, weil wir sonst mit unserem gesamten Programm sicher nicht durchkommen. Themenbereich 2, es dreht sich um die besonderen Belange von Senioren, Behinderten und anderen Menschen, die einfach nicht ganz so locker über Stock und Stein hüpfen können. Der Kolbing-Fragesteller, also das Kolbing-Mitglied, das jetzt die vorbereitete Frage vorliest, ist der Norbert Kupferroth und der müsste oben auf dem Balkon sein. Ah, wieder runtergekommen, wunderbar. Norbert? Mikrofon kommt. Ja, danke. Also ältere und pflegebedürftige Menschen können mit einem variablen Betreuungsangebot und mit Tagespflege oft länger am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ich frage, was werden Sie tun, um solche Möglichkeiten zu stärken und auszubauen oder auch erstmal einzuführen in verschiedenen Bereichen? Danke. Uli? Die Frage ist an alles. Gut, Uli fängt an. Danke für die Frage, ein sehr wichtiger Punkt, weil das uns ja alle irgendwann einmal betreffen wird in Ebersberg. Seniorentagesstätten wie Kindertagesstätten, man kommt wieder da, wo man herkommt vielleicht, und dass diese Vereinsamung einfach gestoppt werden kann, bekämpft werden kann, dass sich Senioren treffen können, um zu spielen, um den Nachmittag miteinander zu verbringen, aber auch zum Beispiel, um den Angehörigen die Pflege zu ermöglichen, dass man sein Mann oder sein Papa vielleicht einmal eine Kurztagespflegestelle gibt, dass man sich um das eine oder andere kümmern kann. Wir haben das selber vor vielen Jahren bei der eigenen Mutter erlebt, einfach schnell, dass man in diese Situation kommen kann, und das Angebot war natürlich überhaupt nicht da. Mehrgenerationenhäuser, der Sepp hat es vorher schon gesagt, Quartiersmanager. Das war eine ganz tolle Aufgabe für einen Quartiersmanager, herauszufinden, wo man in den Stadtteilen so eine Mehrgenerationenhäuser schaffen kann, dass auch die Leute in Ebersberg nicht von Südwest ins Eckerfeld hintrimmen müssen oder irgendwie quer rum, sondern dass der Baum da bleiben darf. Den Joker habe ich mal. Den Joker, gerne, ja. Dass die Leute quasi in deren Viertel bleiben dürfen, wo sie jahrzehntelang gewohnt haben, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und das ist meine Hauptaufgabe, dass wir das in Ebersberg vorwärts bringen dort. Nur dazu wird dieser Bezuschuss des Bundes, vom Bund, des Mehrgenerationenhauses mit einem Viertel von den Kosten, die dort entstehen. Von Rollatoren und Gehwegen und Übergängen, da kommen wir vielleicht später noch mit drauf, weil dass das ein Graus ist für die älteren Menschen, die einfach einen Rollator brauchen, eine Arthrose in den Schultern haben und dann über das Kopfsteinpflaster hoppeln. Das ist alles nicht so witzig, das verursacht Schmerzen, aber das kommt vielleicht mit mehr Fragen später zu dem Ganzen. Danke. Magst du, Josef? Ich habe die Frage ging in Richtung, wie Senioren, Entschuldigung, darf ich mich ganz kurz nachfragen, ohne dass das von meiner Zeit abgehen hat. Ja. Es geht um die älteren pflegebedürftigen Menschen, die besser mit einem variablen Betreuungsangebot und mit Tagespflege am gesellschaftlichen Leben teilnehmen könnten. Und schön wäre es natürlich, wenn wir jetzt nicht so das Problem nochmal beschreiben, weil das, glaube ich, gerade schon in der Frage beschrieben wurde, sondern vielleicht eine Lösungsidee hätten. Ja, ich habe das ja vorhin schon ein wenig angedeutet, dass für Senioren möglichst lange, dass es gut ist und das Beste für den Menschen an sich und auch insgesamt für die Gesellschaft, wenn die Senioren möglichst lange in ihrer eigenen Wohnung bleiben können. Weil das ist ein anderes Lebensgefühl, das ich habe, wenn ich Mieter bin oder Eigentümer, also wenn ich einen Mietvertrag habe, als wenn ich einen Pflegevertrag habe. Und das ist ja die Herausforderung, die ich vorhin schon gesagt habe, dass wir uns als Stadt da aufstellen müssen, dass wir die Senioren möglichst lange in ihrem eigenen Eigenheim leben lassen können. Genau. Dankeschön. Dann würde ich jetzt an den Bernhard antworten. Vielen Dank für die Frage. Ich denke, dass wir die Stadt, unsere Generation wird ja zunehmend älter, muss man einfach so sehen. Ich denke, dass wir die Stadt umbauen müssen langsam in Sachen, dass wir seniorengerechter werden. Was schon angesprochen worden ist, wir haben natürlich diese holprigen Pflasterwege. Wir haben auch das Problem, dass der Kern, die Einkaufszentrum, weit weg ist von den Rändern. Und wir müssten vielleicht schauen, dass die Möglichkeiten gibt, mit einem
Rufbus oder irgendeinem autonomen Bus zum Beispiel die Leute, die Senioren besser sich in Ebersberg bewegen können. Genauso gut ist es auch mit den Wohnungen. Wir brauchen dann seniorengerechte Wohnungen, dass sie vielleicht nicht mehr Haus und Garten nutzen wollen müssen, sondern sich in einer Wohnung mieten können, die passend ausgebaut ist. Und das Problem der Kurzzeitpflegeplätze ist mir auch selber schon bekannt worden. Da müsste man schauen, dass man da mehr erreichen kann mit einem Träger, der das vielleicht erweitert. Danke. Dankeschön. Und nun Toni über die Dichtung. Also das Erste, das Allererste, was ich machen würde als Bürgermeister, wäre die eigentlich schon sehr gute Versorgungssituation noch durch einen ganz wesentlichen Punkt zu ergänzen. Was ist der wesentliche Punkt? Ich spreche aus meiner Beobachtung nur einen einzelnen Fall heraus. Ich treffe die Leute oft auf der Straße. Und es gibt viele, die schlüpfen durch dieses Versorgungsnetz durch. Warum? Weil sie sich einfach genieren, irgendwo hinzugehen. Brauchen, die würden ja bloß ins Rathaus gehen, brauchen, da gibt es einen tollen Sozialfonds, der ja besteht. Aber das tun sie nicht. Mir selbst ist es schon passiert, dass ich einen, den ich regelmäßig immer wieder gesehen habe, dass ich das nicht gewusst habe, dass der im Winter kein Heizöl mehr hat, weil er es sich nicht leisten kann. Und dass er irgendwo hingeht, das macht er nicht. Für mich gäbe es nur eines, und das ist machbar, auch wenn es eine neue Sache ist. Das sind Ansprechpartner in den einzelnen Stadtteilen, die eine Vermittlerrolle übernehmen können. Und das geht. Das ist nur eine Sache, wie man es anfängt. Aber dann ist eine Vermittlerrolle da zwischen Verwaltung, mir aus auch zwischen Landratsamt und der Stadt Ebersberg. Diese Leute sollten installiert werden und das sehe ich als einen ganz wesentlichen Punkt zur Betreuung durch die Öffentlichkeit. Ich danke Ihnen. Danke. Ich bin Alexander, ich habe mir gedacht, du hast zum Seniorenalter noch am längsten Zeit, deshalb musstest du lang warten, jetzt bist du dran. Ich glaube, dass das nicht das Lebensalter ist, das einem zu Themen nichts sagen lässt. Für uns ist das ganze Thema Senioren eigentlich viel mehr ein Generationenthema als nur ein Seniorenthema. Und das findet sich zum Beispiel auch sehr gut wieder, wenn man bei uns auf die Stadtratsliste schaut. Sie haben das Thema Tagesbetreuung von Senioren angesprochen. Die CSU mit der Marina Matjanowski da hinten sitzt. Sie hat in dieser Amtsperiode schon einen Antrag gestellt, dass wir gemeinsam mit den Betreuungseinrichtungen die Tagespflege voranbringen. Seniorenbeirat, Seniorenunion hatte da viele Initiativen. Zentral ist in meinen Augen, dass man es den Seniorinnen und Senioren auch ermöglicht, in der Stadt zu bleiben. Das heißt, so Dinge wie das Seniorenheim innenstadtnah anzusiedeln. Das ist ein Konzept, das ich sehr gerne weiter befördern möchte, weiter unterstützen möchte. Natürlich die Infrastruktur, das ist uns allen klar, ist in vielen Punkten schon angesprochen worden. Im Wesentlichen geht es mir darum, die Seniorinnen und Senioren in einen Alltag einzubeziehen und sie sozusagen auch als wertgebende Teile, die ihre Erfahrung mit einbringen, in Ebersberg in der Gesellschaft halten zu können, eben mit solchen Ansätzen. Dankeschön. Während Sie sich jetzt bitte für Ihre Wortmeldung bereit machen, gebe ich kurz einen Zwischenstand nach der Zeit nach der letzten Runde. Wir haben einen ganz sich kurz haltenden Uli Broske mit 4:06 und wir haben einen etwas ausholenderen Erklärer mit dem Sepp Heiß mit 5:40. Die anderen sind dazwischen. So, wer möchte sich zum Thema Senioren zu Wort melden? Bitte schön. Der Herr John, wenn ich sage. Jawohl, der Herr John. Brauchen wir ein Mikrofon? Guten Abend, mein Name ist Thomas John, ich bin der Seniorenbeiratsvorsitzende in Ebersberg. Ich habe mit einigen Kandidaten schon zu Themen gesprochen. Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage, und zwar,
das Quartierkonzept, das wünsche ich mir für unsere Senioren in Ebersberg. Finden Sie in Ihrem Haushalt dafür Geld oder liegt es dann an der Finanzierung? Es kann nicht das Ehrenamt leisten, dazu braucht es einen hauptamtlichen Halbtags- oder Ganztagsmitarbeiter. Die Frage geht an alle. Vielen Dank. Dankeschön, dann schießen wir los. Ich würde sagen, jetzt fangen wir mal mit dem Josef an. Passt das, Josef? Ja? Danach, dass vielleicht doch ein bisschen weniger erschreckend ist, wenn man aufgerufen wird. Josef, Uli, Toni, Alexander und Bernhard. Ich bin wahrscheinlich derjenige, der den Haushalt am wenigsten kennt von der Stadt. Deswegen fällt es mir auch schwer, da was dazu zu sagen. Ich weiß, dass der Verwaltungshaushalt bei ca. 32 Millionen Euro liegt. Aus dem Bereich würde das Geld kommen. Ich weiß, dass der Stadtrat, aber auch das Gremium ist mit dem Finanzausschuss, die die Prioritäten setzen. Und ich glaube, da geht es einfach darum, im Stadtrat und im Finanzausschuss einen Konsens herzustellen, wie die Mittel verwendet werden sollen. Also diese Frage, ist das finanzierbar, kann man ja bei jedem Thema, finde ich, stellen. Und ist das aus meiner Sicht, ich kann es Ihnen nicht beantworten, ob in dem Verwaltungshaushalt aktuell dafür Mittel frei sind. Genau. Uli? Ich denke auch, dass 2020 wird da relativ wenig vorwärts gehen, ganz ehrlich gesagt. Was das natürlich eine ehrenamtliche Stelle, kann das meiner Meinung nach überhaupt nicht leisten, sondern wir müssen da vermutlich eine Stelle schaffen. Ob diese Stelle halbtags, dreiviertel oder ganztag, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Aber die Ideen müssen geboren werden, die Gegenden müssen geboren werden, wo das Ganze stattfinden kann. Und wenn man dann einmal, es ist ja so eine Stelle, das ist ja wichtig, das ist für die Zukunft, da kann ich gerade so gut drüber diskutieren, können wir uns einen Sportplatzwart leisten, brauchen wir den, oder brauchen wir einen hauptamtlichen Gerätewart für die Feuerwehr, das ist ja auch alles keine rentierlichen Haushaltsstellen, sondern das sind ja auch lauter Stellen, wo natürlich keine Gewinne erzielt werden, und das ist einfach wichtig, das ist für die Zukunft, das ist das Service, wenn das, wir müssen uns einfach um unsere Senioren und uns selber später einfach kümmern. Und wenn eine Stelle geschaffen werden muss für das, dass man das voranbringt, dann werden wir wahrscheinlich eine Stelle schaffen müssen. Entscheidend bei dieser Frage ist ganz einfach, was ist dem Stadtrat und dem Bürgermeister wichtig? Eine Stadt wie Ebersberg und auch kleinere Kommunen stellen jedes Jahr einen Haushaltsplan auf. Der Haushaltsplan sagt genau, was wir Geld zur Verfügung haben und für was wir es verwenden und was wir streichen müssen. Und diese Frage, Herr John, Sie sind ja sehr tief in der Seniorenbetreuung, ist wirklich der Kern der Geschichte. Wenn es dem Stadtrat und dem Bürgermeister, in erster Linie, der ja da steuernd eingreift, mit der Verwaltung, wichtig ist, solche Positionen zu schaffen, dann wird es auch freigesetzt im Haushalt. Wir haben einen riesen Haushalt, wir haben den Verwaltungshaushalt über gute 32 Millionen, Vermögenshaushalt auch mit 12 Millionen und noch mehr drüber. Und da wird aber überall mit Rotstift und auch mit Augen geschaut, können wir uns das leisten oder nicht. Und wenn wir die Gewichtung so sehen, und ich würde die so sehen, Herr John, dass da Potenzial freigesetzt werden muss, dann würde ich das auch unterstützen, nach ganzen Kräften, weil das genau zu dem passt, dass wir die Seniorenbetreuung sozusagen im Stadtteil durchführen. Ich danke Ihnen. Alexander. Wir haben jetzt Personalkosten etwa 6 Millionen im Haushalt und viele andere Stellen, die vergleichbar wären mit so einem Seniorenbeauftragten, gibt es schon. Da denke ich an den Integrationsbeauftragten, den Jugendbeauftragten, den Beauftragten für den Klimaschutz, die allesamt sehr gute Arbeit leisten und die sich oft entwickelt haben aus so einem Förderprogramm beispielsweise. Und genau so ein Förderprogramm erwartet man jetzt auch vom Bayerischen Sozialministerium, die einen, ich nenne es jetzt einfach mal weiterhin, Seniorenbeauftragten für 4 Jahre lang
finanzieren möchten, da die Gemeinden auf ihrem Weg unterstützen möchten, sodass das für mich der erste Punkt wäre, das Angebot auf jeden Fall bereitzustellen in diesen 4 Jahren, zu schauen, wie entwickelt sich das, wie kommt das an, wie wird das Angebot angenommen, und wenn wir dann feststellen, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, das ist ein wichtiger Teil der Stadtverwaltung, dann finde ich, sollten wir das so machen, wie wir das zum Beispiel bei unserem Klimaschutzmanager auch gemacht haben, dass wir uns das Geld im Haushalt einfach nehmen, wenn wir feststellen, wir brauchen den für die Ebersberger Entwicklung. Dankeschön. Ich denke auch, dass das eine gute Idee ist. In dem diesjährigen Haushalt sind da wahrscheinlich jetzt keine Mittel mehr verfügbar. Der ist ja jetzt beschlossen worden vor ein paar Wochen. Aber bei den Haushaltsberatungen im nächsten Jahr sollte man das durchaus auf die Tagesordnung setzen. Und wenn, wie der Alexander schon sagt, es gibt da Mittel, Fördermittel, einen Fördertopf, dann sollte man den unbedingt ausnutzen und damit auch testen, wie das ankommt und wie das funktioniert. Also schauen wir, dass wir es vielleicht im nächsten Haushalt unterbringen können mit der Förderung. Danke. Dankeschön. Gibt es aus Ihren Reihen noch eine Frage zum Thema Senioren? Dann gehe ich gleich weiter zum nächsten Thema, und zwar dem Themenbereich Migration, Integration. Und da hat die Kolpingsfamilie wieder Fragen sich überlegt, und unser Kolping-Mitglied Günter Utz, der hier vorne sitzt, dass der Mikrofonträger gleich laufen kann. Jawohl, der Günter Utz wird die Frage stellen. Liebe Kandidaten, ihr werdet als Bürgermeister natürlich für unsere Asylpolitik nicht zuständig sein. Aber mich würde interessieren, wie ihr mit dem Landratsamt als der nächst zuständigen Stelle verhandeln wollt, um Probleme, die in Ebersberg noch bestehen, zu lösen. Wir haben hier Kandidaten, die sind seit zwischen 5 und 6 Jahren in Ebersberg, haben keine Anerkennung, können aber nicht zurückgeführt werden, sind auch integrationsfähig oder haben sich schon integriert. Aber es geht einfach nichts weiter. Und über das Landratsamt ist keine Auskunft zu bekommen und über die Ausländerbehörde natürlich schon gleich gar nichts. Dankeschön, Günther. Die Frage ist angekommen. Ich sage nochmal, weil die ja doch auch ein ganz persönliches Element mit sich trägt. Der Günther betreut seit vielen Jahren einen Senegalesen, der hier in Ebersberg lebt. So, wer möchte denn da starten? Ich habe mal gedacht, jetzt machen wir mal ein kleines Buchstabenspiel. Wir fangen an mit Baut und setzen dann den P dahinter. Also Bernhard, Alex, Uli, Toni und dann noch den Sepp. Hallo? Ja, jetzt geht's. Okay, das ist sicher ein Problem, das Sie jetzt hier angesprochen haben. Wir hatten jetzt auch das kurzfristig in der Zeitung, von dem der bei der Firma Bergmeister, glaube ich, eine Ausbildung macht und irgendwie abgeschoben werden sollte, dann doch wieder. Ich bin der Meinung, wenn jemand sich so integrieren will und dabei ist, dass man das durchaus stützen und fördern muss und soll. Es ist ja auch wieder ein Fachkräftemangel. Wir sind ja froh, wenn sich jemand die Ausbildung macht. Und da muss man halt dann schauen, wie man das am besten managen kann. Wir sind halt leider nur eine Stadt, die da wenig zu reden hat. Man muss ja das verhandeln mit dem Landratsamt und wahrscheinlich mit der Ausländerbehörde. Also wie das am besten dann zu handeln ist, das muss man sich dann sehen, wie das sich entwickelt, das Ganze. Okay, bitte. Dann da Alex, bitte. Also zuallererst möchte ich da mal ein ganz großes Danke sagen an alle, die sich da seit vielen Jahren im Helferkreis engagieren. Da auch der hauptamtlichen Stadtverwaltung einen ganz einen großen Brocken Arbeit von der Schulter genommen haben. Weil das wirkliche Arbeit war, die hätten wir in der damaligen Situation, inzwischen ist man da besser aufgestellt, inzwischen könnte man das besser handeln, so nicht rein hauptamtlich leisten können. Was die einzelnen Asylbewerber angeht, halte ich es für ganz wichtig, dass man da schnell Klarheit schafft, weil es eben auch im Sinne einer guten Integration ist, die Integrationswilligkeit fördert.
und natürlich derjenige, der bemüht ist, der sich an Recht und Ordnung hält, der selber sich um seinen Lebensunterhalt kümmert, der Ausbildung macht und so weiter, dem soll man da keine Steine in den Weg legen. Ich habe das Thema als Mitglied im Arbeitskreis Integration im Stadtrat in vielen Punkten mitverfolgt und natürlich gibt es da Joker in vielen Bereichen auch auf der kommunalen Ebene in der Stadt Ansatzpunkte, die weiter zu befördern. Und jetzt der Punkt mit dem Landratsamt, das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke, auf die ich aufgrund Parteimitgliedschaft, so negativ sie oft angekreidet wird, zurückgreifen kann. Die CSU ist die einzigste Partei, die ein Netzwerk von der kommunalen bis in die europäische Ebene hat. Das heißt, wenn ich ein Problem in Ebersberg, das heißt, wenn ich ein kommunales Problem vor Ort landespolitisch, europapolitisch oder eben im Landkreis lösen möchte, dann ist das für mich ein Anruf beim Landrat, bei der Angelika Niebler, beim Tom Huber oder ich weiß nicht wem und dann läuft die Sache. Das Netzwerk kann jetzt in vielen Bereichen schon nutzen und das möchte ich auch als Bürgermeister weiterhin sehr gerne nutzen. Dankeschön. Ich kann mir vorstellen, dass es danach noch ein paar Nachfragen gibt, aber fragen wir bitte vorher noch den Uli. Ein ganz konkretes Beispiel kann ich nennen, da ist auch um das Thema gegangen, der Test Valem. Er hat seine Ausbildung bei Medica damals begonnen, da war damals eben diese Verteidigung zu mir gekommen mit dem Südhelferkreis. Mensch Meier, du hast in der Feuerwehr Apartment frei, da wären eigentlich gerne zwei Feuerwehrler, also zwei Bewerber gehabt, eingezogen. Aber beim Test Valem war es so, der kriegt keinen Ausbildungsvertrag, wenn er keinen Mietvertrag hat, und der kriegt keinen Mietvertrag, wenn er keinen Ausbildungsvertrag hat. Und die Wohnungen waren eigentlich schon versprochen. Und ich möchte Ihnen zwei Kameraden nicht nur mit Danke sagen, dass die zurückgezogen haben. Der Test war jemand die Wohnung bekommen, hat dann seinen Ausbildungsvertrag gemacht, das ist heute mittlerweile ausgeleert. Und zahlt seine Steuern und alles, was so wichtig ist bei uns. Dann hat sich voll und ganz integriert. Und zu dem Punkt, tut mir leid, ich habe keine Verbindungen bis ins WLAN auf irgendwie. Jetzt gar nichts dazu sagen, das muss ich mir dann wirklich zu Herzen nehmen, wenn ich der Bürgermeister bin. Danke. Danke schön, Uli. Ich weiß nicht, vielleicht, ich sage das jetzt auf ganz bayerisch, geht es Ihnen genauso wie mir in dieser Frage oft. Ich muss über die Asylpolitik mit den Widersprüchen und dem Hin und Her von Anfang an oftmals den Kopf schütteln. Wir haben in der Asylpolitik eine Situation gehabt von Anfang an, wenn die Bürger nicht gewesen wären, wenn die Kommunen, ob jetzt das Stadt Ebersberg ist mit Wohnraumbeschaffung, nicht so schnell reagiert hätten, obwohl es sehr schwierig war. Wenn, ich weiß noch gut, wie der damalige Regierungspräsident Hildenbrandt angerufen hat und hat dem Landrat mitgeteilt, bis morgen um so und so viel Uhr kommt der Bus mit Asylanten. Und die Kommunen waren diejenigen, die bewundernswert, aber das kann ich für die anderen auch sagen, reagiert haben. Was mich auch stört, es ist zum Beispiel in Kirchseeon drüben, beim Berufsbildungswerk, da wird auf Kosten des Landkreises, der will nicht weiter sagen, ich bin ja Kreistagsmitglied, auf Kosten des Landkreises werden Schulungen, berufliche Ausbildungen für die Flüchtlinge angeboten. Auch da gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen. Die einen machen das und gehen hin und die anderen nicht. Da würde ich mehr differenzieren. Und schade finde ich auch wirklich bedauernswert, dass wenn welche da sind, die sich gut integrieren, die mitarbeiten und sagen, ich mache das, dass dann so eine eigenartige Entscheidung kommt, dass man sagt, die haben hier nichts mehr verloren, die müssen wir jetzt wieder zurückschicken. Andererseits. Dankeschön. Das okay. War das. Du hast bloß den Punkt vergessen. Wunderbar. Josef, bitte du. Also zum einen, aber das ist Bundessache, wir brauchen ein vernünftiges Zuwanderungsgesetz, und zwar für Menschen, die hier arbeiten wollen, unabhängig davon, ob sie einen Ausbildungsplatz haben oder nicht. Das war das Problem bei der Firma Bergmeister, dass eben die Ausbildung nicht da war.
Das andere, was angesprochen wurde, das Engagement der Ehrenamtlichen. Ich bin da auch sehr dankbar dafür, dass so viel geleistet wurde. Ich habe es dem Walter Brühlmann immer gesagt, dass ich das, was er hier beim Bürgerempfang oder bei der Bürgerversammlung gemacht hat, wie er mit dem Thema umgegangen ist, vorbildlich fand. Ich finde aber, dass die Ehrenamtlichen, die sich jetzt unterstützen, die sich engagieren, die brauchen Unterstützung. Die Stadt darf diese Ehrenamtlichen nicht alleine lassen. Deswegen gibt es ja das Integrationskonzept. Ich durfte bei der Entstehung des Integrationskonzepts mitarbeiten. Ich bin der Meinung, dass man da nochmal genau hinschauen muss, welche Unterstützung die Ehrenamtlichen brauchen, weil das ist eine riesige Herausforderung, auch emotional sich um jemanden zu kümmern. Ich weiß, dass bei uns hat der IBU selber 7 Monate gewohnt, was das für Herausforderungen sind. Genau. Dankeschön. Der Alexander hat ja für seine Äußerung ein bisschen oder auch einen stärkeren Protest gespürt. Gibt es da eine Nachfrage an den Alexander? Allerdings jetzt auch meine Bitte wirklich nur an den Alexander zu dem Thema oder zu den Ausführungen von ihm. Würde ich Sie gerne nehmen, ja? Mein Name ist Dr. Seidelmann, schönen Abend. Die Nachfrage wäre, wir hatten ja diesen Skandal jetzt auch mit der CSU-Regierung, CDU-Regierung, sodass von Lampedusa die Kinder, das wurde ja abgelehnt, dass die kommen, die Minderjährigen. Könnten Sie sich vorstellen, für diese Menschen hier in Eversberg Wohnraum, Unterkunft zu schaffen? Dankeschön. Alexander, nehmt es beschränkt auf den Alexander und geht dann in eine neue Runde, weil wir jetzt auch danach gleich Pause haben. Also das Thema Wohnraum ist ja nicht nur für die Geflüchteten zentral, das ist ja für alle Ebersberger zentral und da subsumiere ich das einfach gesamtheitlich. Die Stadt Ebersberg ist ja die Nachgruppe mit der großen Traglufthalle nach wie vor auch die meisten in Ebersberg aufgenommen hat. Wenn Bedarf da ist, dann wird man das mit Sicherheit weiter unterstützen. Da können wir auch gar nicht aus. Natürlich schauen wir, dass die in Ebersberg Menschen, die uns zugeteilt werden, in Anführungszeichen bestmöglich untergebracht werden. Wichtig ist es für mich im Gesamten, dass wir in Bayern, in Deutschland, in Europa einheitliche Verteilung haben, weil auch das ist natürlich unter Integrationsgesichtspunkten wichtig, dass die Geflüchteten, die Asylbewerber auch einen guten Anschluss finden können. Dankeschön. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht, dass das ja eine Frage war, die nun nicht sich auf das vorherige Statement bezogen hat. Gehen wir die Runde durch, aber bitte auch so schnell halt wie möglich. Ganz kurz, ja, das Thema, also die Flüchtlinge, die hier sind, die anerkannt sind, haben zwei Herausforderungen. Das eine ist, dass sie Arbeit finden, das gelingt zum großen Teil. Das andere ist, dass sie Wohnraum finden. Und da muss man aus unserer Sicht heraus nochmal auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen. Ich gehe jetzt auch bei der Runde bei den Hausbesuchen. Es gibt viel Leerstand in Ebersberg. Wir müssen sensibilisieren, dass wir Wohnraum für die anerkannten Flüchtlinge schaffen können. Das ist die große Herausforderung, die wir in Ebersberg haben. Das würde auch die Ehrenamtlichen zum Beispiel, finde ich, unterstützen, wenn wir in der Stadtgesellschaft bereit sind zu schauen, wo wir einen anerkannten Flüchtling auch gut leben und wohnen lassen können. Dankeschön. Kollegen, ich bin in ganz weiten Teilen an Sepp auf alle Fälle anschließen. Ich komme aus einer eigenen Familie, von meinem Vater natürlich. Der war damals darauf angewiesen, dass er in Ebersberg Asyl bekommt, als Flüchtling nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn der nicht aufgenommen worden wäre in Ebersberg, wäre ich halt nicht da. Dankeschön, Kollegen. Das meiste ist sicher schon gesagt worden. Es ist eine Aufgabe, dass, wenn jemand hier anerkannt ist, als Asylbewerber, er braucht eine Wohnung, dann müssen wir natürlich schauen, dass wir den unterbringen können. Trotz der ganzen Probleme, die wir hier. Darf ich nochmal die Frage in Erinnerung rufen? Es ging um die Kinder, die nicht nach Bayern jetzt kommen dürfen. Und die Frage war, ob Sie sich als Bürgermeister vorstellen könnten, wenn wieder mal so eine Situation ist, dass Sie vielleicht freiwillig die Hand heben. Habe ich das richtig so verstanden? Gut. Okay, dann mal das jetzt. Lässt sich auch ganz leicht eigentlich mit Ja beantworten oder mit Nein? Ja, da kann man einfach sagen, ja klar, müssen wir dann schauen, Kinder auch, das ist ein Thema. Ich habe das sowieso nicht verstanden, warum Sie sich bei uns so blockiert haben.
Gut, danke schön. Toni? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich diese Frage gar nicht so leicht beantworten kann. Es kommt immer auf die Anzahl der Flüchtlinge, die kommen. Das muss als 40. Mehr, ja. Es muss trotzdem auf mehr Schultern verteilt werden. Selbstverständlich sind wir verpflichtet und man muss ja auch sehen, die Menschen, die da kommen, kommen ja aus höchster Not und da haben wir natürlich auch Handlungsbedarf. Brauchen wir gar nicht reden. Aber es muss sensibel sein. Wir müssen dann auch schauen, wo bringen wir das unter, ohne dass man Härten schafft. Das braucht eine gewisse Vorbereitungszeit. Aber ich muss natürlich eins sagen, 40 Menschen kann eine Stadt wie Ebersberg leicht verkraften. Das muss man sagen. Und da stehe ich dahinter. Danke. Dankeschön. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zum Statement vom Alexander. Und bitte eine kurze Frage nochmal, Nachfrage oder ja, eine Frage zum Alexander, bitte. Ja, vielleicht ist auch gar keine Frage in dem Sinne, sondern mir ging es in erster Linie darum, ob der Bürgermeister Einfluss nehmen kann auf das Landratsamt. Weil wir haben abgelehnte Asylbewerber in Ebersberg, die nicht arbeiten dürfen. Okay. Ein bayerisches Gesetz. Ja. Aber es ging um den Einfluss. Aber meines Wissens gibt es auch Landratsämter, die großzügig darüber entscheiden und arbeiten lassen. Also die Frage passt ja, weil du hast gesagt, du hättest beste Träte, müsste doch eigentlich ein bisschen was gehen. Und genau das habe ich damit gemeint. Es ist in einer, bei vielen verschiedenen Anträgen, muss ich sagen, ist natürlich eine Behörde immer gefordert, jedem individuellen Antrag vom Schreibtisch aus ordentlich Rechnung zu tragen und dem realitätsgerecht zu beurteilen. Und genau darum geht es und genau deshalb ist auch die Vernetzung in der Politik so wichtig, dass wenn es Einzelfälle gibt, wie zum Beispiel in der Firma Bergmeister oder andere Fälle, die Sie schildern, dann können wir diese Netzwerke nutzen und von der politischen Ebene aus sagen, nicht nur warum geht es nicht, sondern auch warum geht es und welche Möglichkeiten geben wir diesen Menschen, die integrationswillig sind, diesen Willen hier auch auszuleben, nutzen zu können. Dankeschön. Wir müssen langsam zur Pause kommen, es geht eine ganz schnelle Runde. Die können Sie alle ohne vollständige deutsche Sätze beantworten. Und zwar am 15. Februar haben wir hier in diesem schönen Saal unseren Faschingsball. Karten gibt es draußen bei Silke Pellmeier und Markus Haneder. Zugreifen. Aber jetzt die Frage an Sie und ganz schnell. In welchem Kostüm kommen Sie? Das habe ich mir schon gut überlegt. Und zwar als Pirat vielleicht. Pirat vielleicht? Oh mein Gott, das entscheide ich immer kurzfristig. Am Abend vorher oder sowas. Also ich habe noch keine Ahnung. Ach, ein spontaner. Ich bin ganz spontan. Uli. Ich gebe einen Strippenzieher zu Jesu. Ich muss schauen, irgendwas. Meine Frau wird Wert darauf legen, dass man damit tanzen kann, aber was das dann wird, weiß ich nicht. Okay, und Alexander? Auf jeden Fall anständig, was genau weiß ich noch nicht. Jetzt hätten die punkten können mit so einer einfachen Frage, sie haben es nicht getan, in die Pause. Ich erzähle Ihnen inzwischen, dass unser Livestream tatsächlich geklappt hat.
gehen Sie alle davon aus, waren die Kandidaten, dass Millionen von Ebersbergern Ihnen heute zugucken. Und der Kolping-Freund, der jetzt an meinem kleinen Gerät wieder alles richtet, das ist der Manfred Kube, dem haben wir die Technik hier zusammen natürlich mit der Technik vom alten Speicher zu verdanken. Der ist ein absoluter IT-Freak und Kolping-Mitglied. Okay, jetzt fehlen mir nur noch die Zeiten, dann könnte ich den kurzen Stand geben. Zur Erinnerung, nur noch der Bernhard und der Alex haben jeweils einen Zeitjoker. Manfred, ich bräuchte die Zeiten. Und dann starten wir. Jetzt kommt das Thema Mobilität. Die Kandidaten schon mal ein bisschen warm schütteln. Dankeschön. So, ich sag mal die Zeiten, die reinen Redezeiten. Toni 11 Minuten und 1 Sekunde. Alexander 10 Minuten 30. Sepp 10 Minuten 13. Und Uli 8 Minuten 26. Du gibst jetzt ein bisschen Gas zum Aufholen. Und der Bernhard erst recht mit 8 Minuten 05. Ja. Und ihr erinnert mich ein bisschen, wenn ich euch zu sehr begrenzen sollte, weil ihr müsst ein bisschen aufholen. So, Mobilität. Da haben wir als Fragesteller, können Sie selber gucken. Den Martin Baumgarten, Gärtner, Kolping-Mitglied, und der stellt jetzt auch eine Frage, die die Kolping-Gruppe vorher ausgesucht hat. Martin, bitte. Dankeschön. In und um die Stadt ist vielen Bürgern der Ausbau von durchgehenden, gut nutzbaren Radwegen ein Anliegen. Auch die Schulwege sollten so entwickelt werden, dass Elterntaxi möglichst überflüssig werden. Was sind hierzu Ihre konkreten Pläne und Vorhaben? Wer möchte starten? Die aufholen müssen. Uli, fang doch du mal an. Thema Radwege ganz wichtig. Bei allen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, und zwar quer, ich sage gleich, brauchen wir einen Joker, die wir quer durch den Landkreis gemacht haben mit der SPD vor Ort, ist immer wieder das Thema Radwege, sichere Radwegeverbindungen angekommen. Bei den Haustürgesprächen, die ich führe, sind Radwege und Radwegverbindungen ganz, ganz, ganz wichtig. Das Erste, was wir machen müssen, wir müssen in die Planung einsteigen. Einfach einen Strich irgendwo von A nach B machen. Ob das dann funktioniert, stellen Sie dann später raus. Also das wird nicht funktionieren, wollte ich damit sagen. Wir müssen das wirklich planen. Wir brauchen da wieder sowas wie einen Quartiersmanager. Das kann vielleicht eine Stelle sein, die vom Bund wieder bezuschusst wird. Aber wir brauchen mit Sicherheit Planer und hauptamtliches Personal, die sich genau um diese Themen kümmern werden. Wenn ich halt Radwege schaffen will, dann muss ich natürlich einen Platz hierfür haben. Und den Platz haben wir nicht. Den Platz kann ich mir aber schaffen, indem dass ich, wo es sinnvoll und womöglich, natürlich Einbahnstraßen schaffe. Wenn ich zum Beispiel ums Krankenhaus rumdenke oder um die Wildermutstraße oder von der Friedenseiche überhaupt runter zum Marktplatz oder von der Friedenseiche runter zum Bahnhof oder das Stück von der Dr. Windrichstraße, Gärtnereistraße runter bis zur Realschule, haben wir halt einfach nur so stückerweise Radweg oder gar keinen Radweg. Ist das auch das Ende? Nein, ich habe 2 Minuten, ich habe gesagt, ich brauche einen Joker. Du hast nach meiner Meinung keinen Joker mehr, oder? Oh. Keinen Joker mehr. Und das war eigentlich auch ein gutes Schluss. Radweg ist zu Ende. Also, das Thema ist für mich ein Kernthema meines Wahlkampfes. Wir brauchen, oder ich möchte Ebersberg zu einer fußgänger- und fahrradfreundlichen Stadt umbauen. Wir haben hier viel zu viel Autoverkehr und die Fußgänger und Radfahrer sind mittlerweile eine Nebensache. Und
was also angesprochen worden ist, auch dieses Elterntaxi. Ich bin da angesprochen worden, die haben mir gesagt, ich kann meine Kinder nicht in die Schule alleine schicken, weil zu viel Verkehr ist auf den Straßen. Also wir müssen da was machen und ich bin der Meinung, wir brauchen, wenn wir Ebersberg Fußgänger und fahrradfreundliche Stadt machen wollen, professionelle Hilfe von einem Büro, von jemandem, der sich da auskennt und der Lösungen aufzeigen kann. Und ein Kernpunkt ist natürlich auch, wir haben viel zu viel Autoverkehr hier in Ebersberg in der Stadt. Wir haben eine Staatsstraße, die, wie man es heute Abend wieder gesehen hat, massiv Verkehr geführt hat. Und solange diese Hauptader mitten durch Ebersberg durchführt, ich habe noch meinen Joker, solange diese Hauptader immer noch durch Ebersberg durchführt, haben wir auch nie genug Platz für genügend Fahrrad- und Fußgängerwege. Und wir haben auch immer den Verkehr drin, der unsere Stadt durchschneidet und dessen Querung immer wieder gefährlich ist. Und leider ist eine Ortsumgehung von Ost nach Norden von 10 Jahren verschleppt worden, auch in den letzten Jahren verschleppt worden. Und wenn ich das nicht vor 2 Jahren auf die Tagesordnung gebracht hätte, würden wir wahrscheinlich immer noch davon träumen, dass man damit weitermacht. Ich hoffe ganz stark, dass mit diesem Ansatz wir Ebersberg wirklich Fußgänger-, Fahrradfreundlich, damit auch für Kinder, für Jugendliche und auch für Senioren freundlicher machen können, wenn der Verkehr endlich mal draußen ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt den Sepp bitten. Sichere Rad- und Schulwege sind für Ebersberg auch wichtig. Wir wissen, dass im ISEC, in dem integrierten Stadtentwicklungskonzept, dass da Ideen gibt. Aus unserer Sicht muss man da drauf schauen und schauen, was man umsetzen kann. Dass das natürlich dann, wenn ich dem einen Fläche zuspreche, muss ich jemanden anderen wegnehmen. Das ist klar, dass es da wieder um Konflikte gibt. Als Vater von 3 Kindern, ich habe am eigenen Leib gezittert, als meine Kinder zum ersten Mal über die Rosenheimer Straße drüber sind, an der Kuppe. Dort, wo die aus Grafing kommen, aus Wiesermuthen, wenn es meinen, ist es frei, wenn wir richtig Gas geben, da gehen unsere Kinder über die Straße. Deswegen ist es mir schon lange ein Anliegen, dass wir uns das Thema anschauen. Wenn ich Bürgermeister werde, werde ich so bald wie möglich einen runden Tisch zum Thema Schulwegsicherheit ins Leben rufen. Ich weiß, dass Doris Rauscher da schon sehr viel macht mit den Schülerlotsen, aber mir ist es wichtig, dass man da noch mal hinschaut. Weil aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass die Kinder ohne Gehweg in die Schule gehen, auf Straßen ohne Gehweg. Und da müssen wir sehr, sehr gut hinschauen, dass wir da Lösungen finden. Dankeschön. Sie haben ja nach konkreten Ansatzpunkten gefragt und die möchte ich jetzt gerne auch beantworten, gemeinsam mit anderen Landkreisgemeinden, gemeinsam mit dem Landkreis. Wird gerade geplant, der Radweg nach Hohenlinden raus. Und das sind so Punkte, die man auch mit den anderen um Ebersberg herumliegenden Gemeinden weiter fortführen sollte, die ich weiter fortführen möchte. In Ebersberg selbst ist also ein ganz konkreter Ansatzpunkt für mich ein baulich gesicherter Radweg entlang der Münchner Straße, also da im Bereich Aldi Dreifachturnhalle, weil diese Striche meiner Meinung nach nur Scheinsicherheit suggerieren und das ein Punkt ist, bei dem wir selbst auch handeln können. Und in vielen Bereichen, ich sage jetzt einmal von der Amtsgerichtskreuzung bis zum Klostersee runter, ist es ja leider Staatsstraße, sind wir auch auf die Zusammenarbeit mit dem Freistaat Bayern, mit dem Straßenbauamt Rosenheim angewiesen, im Zusammenhang dann mit dem Thema Durchgangsverkehr aus Ebersberg raus, möchte ich da gemeinsam mit den zuständigen Stellen auch Verbesserungen schaffen. Dankeschön, Herr Kollege. Ja, jetzt sind wir ja endlich bei dem Thema, das die meisten Leute in Ebersberg beschäftigt, offensichtlich. Wir haben einen Leidensdruck hier in Ebersberg, das wissen wir. Und es muss was passieren, dass dieser Leidensdruck letztlich kanalisiert wird woanders hin. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Es ist so, dass was Radwege betrifft, auch da, ich habe mir also den Radweg jetzt nach Hohenlinden, der also in dem ersten Stück fertig ist, gut angeschaut, da gibt es schon Kritikbedarf auch von den Anliegern. Es muss wirklich so sein,
dass solche Maßnahmen auch gut umgesetzt werden. Was die Umgehungsstraße betrifft, müssen wir schnell handeln. Das ist richtig. Warum wir das früher nicht gemacht haben, weil es auch da Uneinigkeit gegeben hat über den Verlauf der Strecke. Sie wissen ja alle, jeder nimmt natürlich jetzt die Lösung, dass er sagt, er sucht sich ein Tunnel. Und jeder redet drüber und jeder ist mordsmäßig gescheit. Aber solange wir nicht wissen, alle sind gescheit, die haben gesagt, ja, machen wir Tunnel, machen wir dies, machen wir jenes. Bevor man über Dinge redet, muss man erst einmal die Aufwände kennen. Und das ist das, was ich als Bürgermeister sofort anleiern würde, dass man sagt, die Aufwände, was kostet das, was ist das, dass man weiß, über was man redet. Das ist das, was man überhaupt bei den ganzen Diskussionen abgeht. Dass Punkt. Keiner weiß, von wo, ja, bin ich schon wieder so weit. Schon wieder so weit. Jetzt habe ich gemeint, dass ich mir selber einen Zeitmesser herstelle, aber der hilft mir nichts anscheinend. Hilft nichts, aber ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Dankeschön, Toni. So, jetzt habe ich, eine Frage bekommen von einem Ebersberger, nämlich dem Wolfgang Mayer. Und ich finde die ganz interessant, weil ich fand sie, als ich sie gelesen habe, überraschend entlarvend. Und da bitte ich jetzt einfach nur denjenigen oder diejenigen, die angesprochen sind, wirklich mit der Frage, also ein bisschen aufpassen, um eine Antwort. Gibt es eigentlich eine Partei oder einen Kandidaten, welches sich dafür einsetzt, dass keine Umgehungsstraße bzw. ein Tunnel gebaut wird? Kein Tunnel, keine Umgehungsstraße. Gibt es das hier auf der Bühne? Wunderbar, so kommt man voran. Die zweite Frage. Einen kleinen Einwand hätte ich, weil ich das nicht so absolut sehen möchte. Es gibt ja viele unterschiedliche Tunnelvarianten und jetzt... Ach, da reden wir nachher über die Tunnelvarianten. Ja, okay. Nein, die Frage war eindeutig, der Bürger möchte, dass es so verkehrsmäßig bleibt, wie es ist. Mir geht es nur darum, dass wir nicht diskutieren, Maximallösung oder irgendwo im Osten zu betonieren, sondern dass es viele Schritte... Da kommen wir drauf, da bin ich ganz sicher, dass wir drauf kommen. So. Wir kommen jetzt schon drauf. Ein anderer hat mich auch. Also ganz, wenn der Alex da noch mehr. In meiner, Du hast da E-Plus. Vor fast dann im Juni schon gesagt, der Verkehr muss von außen her großräumig umgeleitet werden. Und wenn wir zum Beispiel jetzt erleben, dass die A94 bei uns LKW-Entlastung beschert, dann hat natürlich eine weiträumige Umfahrung um Ebersberg oder eine weiträumige Umfahrung um Ebersberg ist möglich. Und auch eine Verkehrsentlastung ist um Ebersberg möglich. Wenn ich DB15, DB12 und zur A94 oder die Albauhängestrecke in Betracht nehme und wenn das alles funktioniert, dann steht bei mir der Tunnel auf alle Fälle ganz hinten hoch. Ob wir noch sparen können, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle ist es möglich, den Verkehr von außen her um Ebersberg umzuleiten. Dankeschön. Das Thema lässt sich natürlich nicht verschweigen. Ich habe noch eine Frage bekommen. Auch von einem Ebersberger, den ich auch persönlich kenne, der aber jetzt nicht hier das Mikrofon nehmen möchte. Ich lese vor. Jede Partei spricht beim Thema Umgehungsstraße mittlerweile von einer Tunnellösung. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen was gehört, dass es nicht ganz so ist, aber die meisten. Aber welchen Tunnel meinen Sie? So, meine Frage daher, ja, welchen Tunnel meinen Sie denn? Und da fangen wir an mit dem Bulli. Die eine Tunnelvariante, die oft diskutiert wird, ist im Osten. Bernhard hat jetzt ja schon die Flyer verteilt in Ebersberg, wo der Tunnel laufen könnte. Der Philipp-Goldner-Tunnel, den haben wir es zu verdanken, dass wir überhaupt drüber sprechen können, über das Ganze, ohne dass man Richtung Irrenhaus verwiesen wird, muss man mal ganz ehrlich sagen. Mittlerweile ist das ganz normal. Meiner Meinung nach ist ein Tunnel möglichst nah an Ebersberg. Ein Tunnel müsste so nah an Ebersberg sein, dass er auch für Ebersberg Entlastungswirkung bringen wird. Und wenn er irgendwo im Osten von Ebersberg ist, dann bringt er für Ebersberg überhaupt keine Entlastungswirkung. Wenn aber der vielleicht einmal von der anderen Seite her betrachtet wird, ich gehe mal Richtung Westen aus, ich weiß, Edelburger See, Landschaftsschutzgebiet, alles kein Thema nicht. Aber wenn sich Ebersberg sowieso nach Westen entwickelt, verstehe ich nicht, warum das unbedingt einen Tunnel in Osten bauen will, wo für Ebersberg die wenigsten Menschen leben. Weil wenn ein Tunnel im Westen hätte, der Rastparkplatz ist immer noch 300 Meter vor der Haselkofener Straßweg, von vor der Edelburg immer noch weit genug weg. Ein Tunnel im Westen hätte den Charme, dass
auch der Verkehr aus Südwest über diesen Tunnel Richtung Gewerbegebiet abfließen könnte. Dankeschön. Welchen Tunnel meinst du? Meinst du einen? Also, hier haben wir mal versucht, einen möglichen Tunnel aufzuzeigen, weil es ist ja aufgrund der Topografie nicht so ganz einfach. Wenn man je weiter man nach Westen rüber geht, von der Kumpfhöhle aus, haben wir das Problem, wir müssen ja mit dem Tunnel erst unter der Ebrach durch oder unter dem Klostersee durch und dann wieder die ganze Steigung bis zum Gewerbegebiet hinauf bewältigen. Unser Tunnelchen, von dem wir hier reden, hat eine Länge von 2,5 bis 3 Kilometer. Das wäre einer der längsten Straßentunnel in Deutschland. Und der wird gebuddelt werden unter, wenn man die Osttunnellösung nimmt, einfach unter Grünflächen und Acker. Ich glaube nicht, dass die Straßenbauverwaltung hierfür geschätzt, wir haben das mal ausrechnen lassen, ungefähr 100, 150 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Für einen Tunnel, bei dem der wahrscheinlich eine zweite Röhre braucht zur Sicherheit, für einen Tunnel, der allein im Unterhalt eine 500.000 im Jahr kosten würde. Wir sind der Meinung, dass der Tunnel, so schön er sein mag, einfach nicht realistisch ist, sondern wir haben eine eigene Lösung entwickelt und das ist die sehr gut an die Topografie im Osten angepasste 5-FDP-Lösung. Danke. Dankeschön, Bernhard. Dann kommt der Toni. Ja, das ist genau das, was ich zuerst gemeint habe, mein lieber Cousin. Es ist so, dass wir über die Dinge nicht reden können, wenn man nichts wissen drüber. Man soll sich nicht angeben, dann zu sagen, ich glaube nicht oder ich weiß nicht, sondern klipp und klar, wie sich die Verhältnisse ordnen. Und da muss man hergehen, da muss man Gespräche führen, da muss man schauen, dass man das verfolgt. Also das sollte jetzt keine Kritik sein, sondern ich sage das halt nur. Und ich möchte eines noch hinzufügen, ganz kurz noch. So gut der gedankliche Entwicklungsweg vom Herrn Goldner war und ist, aber ein Tunnel durch die Ebersberger Innenstadt mit einem Tunnelmund herunten am Klostersee ist für mich ein zerstörerischer Faktor. Aber ich sage jetzt noch eins ganz kurz, weil die Frage so einfach war, was soll das für ein Tunnel sein? Ich sage es dir ganz ehrlich, der günstigste. Dankeschön. Das war der günstigste? Nein, der günstigste soll das Tunnelmodell sein für die Zukunft, die wir uns vornehmen. Und das ist nicht nur eine Frage der Lage, sondern... Aber was ist jetzt günstig? Du meinst Preis oder was? Was? Was er kostet? Nein. Der günstigste Tunnel? Der günstigste Tunnel ist derjenige, der sich natürlich am schnellsten verwirklichen lässt. Aha. Das meine ich. Aha. Aber gut, jetzt habe ich verstanden. Das stand hier. Kabel und Mikrofon, ich stand ein bisschen auf der Leitung. So. Dann Alexander. Bei der genauen Trassenführung des Tunnels sind wir jetzt eigentlich bei dem Punkt, den ich vorher meinte, mich nicht schwarz-weiß diskutieren. Und ich habe mich daran erinnert, dass wir darauf zurückgehen. Ja, genau. Und das tue ich jetzt. Der ideale Tunnel nimmt natürlich die Ebersberger Innenstadt mit, nimmt am besten auch noch irgendwo den Ziel- und Quellverkehr mit. Das ist ehrlich gesagt auch die teuerste Variante, weshalb ein realistischerer Tunnel meines Erachtens etwas seitlich, auch etwas östlich Ebersbergs verlaufen sollte, weil westlich die Entlastungswirkung einfach auch nicht da ist. Es geht im Wesentlichen um den Verkehr von Rosenheim zur Flughafentangente und da fährt vielleicht der Lastwagen, aber mit Sicherheit nicht das Auto erst einmal um Ebersberg rum, bis er den Tunnel nutzen kann. Und wenn dann über die Kostenfrage diskutiert wird, dann ist es natürlich richtig, dass wir wissen müssen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und um genau diese Frage auch zu besprechen, bin ich nächste Woche beim bayerischen Finanzminister, um das mit ihm nicht bilateral, aber grundsätzlich zu dem Thema zu diskutieren. Dankeschön. Josef. Für Pro Ebersberg ist es auch wichtig zu schauen, wie entwickelt sich die Situation von Alberchen. Also da wollen wir nicht blind sein auf dem Auge. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir wollen die Verkehrssituation auf Ebersberger Grund lösen. Wir wollen die Lösung, die am wirksamsten ist. Wir werden beantragen, dass wir zwei Machbarkeitsstudien parallel
einfordern. Zum einen den Tunnel, zum anderen eine Umfahrung. Wir bei Pro Ebersberg sind noch keine Straßenbauer, deswegen brauchen wir Experten vom Straßenbauamt Rosenheim, die hier Lösungen suchen. Und dann legen wir, wenn es die zwei Machbarkeitsstudien gibt, die nebeneinander und schauen tatsächlich, welche Lösung ist für Ebersberg am besten. Ich glaube nicht, dass wir eine lange Tunnelvariante bekommen, wenn wir über, wir sprechen bei Pro Ebersberg über, wenn wir über eine Umfahrung irgendwo im Osten reden, dass die natürlich mit Tunneln auch ausgestattet ist, mit Deckeln, dass das landschaftsschonend wie möglich umgesetzt wird. Das ist uns wichtig, auch, aber auch die Wirksamkeit. Ich habe mit dem Verkehrsminister sprechen können vor ein paar Wochen, der sagt, es wird eine Neuausrichtung der Straßenausbauplans geben, und zwar hin, weg von dem Neubau, hin eben zum Erhalt von bestehenden Straßen. Deswegen rückt für mich ein Tunnel, vollfinanziert durch den Freistaat Bayern, in weite Ferne. Deswegen ist es uns wichtig, zwei Machbarkeitsstudien nebeneinander und dann schauen, was für Ebersberg am besten ist. So, Dankeschön. Und jetzt habe ich gerade gezeigt bekommen, es gibt eine Frage aus dem Publikum. Grüner Pulli? Blauer Pulli? Blauer Pulli. Auf der Seite müsste es sein. Aber schon. Blaues Hemd. Ja, mein Name ist Klaus Wintermann, das hatte ich vorhin schon gesagt. Für mich ist eine Frage an alle folgende. Wir sehen jetzt hier, wir haben ein Verkehrsproblem in Ebersberg. Forst Inning hat auch ein Verkehrsproblem. Grafing hat eine Umgehungsstraße gebaut, wo ich mich frage, warum die überhaupt gebaut wurde. Wenn ich dann gucke auf der 304, da hat Zorneding was gemacht, da hat Ebersberg was gemacht, Kirchseeon und Egelharting sind nie in die Puschel gekommen. Warum planen wir eigentlich nach ein bisschen überregional? Der Florian Brillmeier hat vor ungefähr 10 Jahren mal das vorgeschlagen und das ist irgendwo im Sande verlaufen. Und ich verstehe es nicht. Denn wir werden in Ebersberg noch mehr Verkehr kriegen, wenn Forst Inning seine Umgehungsstraße bekommt. Und ich gehe davon aus, die wird kommen. Was ist die konkrete Frage? Was gedenken die Herren Kandidaten zu tun, um mit den anderen Gemeinden im Umfeld dafür zu sorgen, dass ein überregionales Verkehrskonzept da kommt, um die Stadt Ebersberg auch mit den anderen Kommunen zu entlasten? Okay, also mal nicht mit Ministern reden, sondern mit den Kollegen. Danke an. Conny. Ich bin sehr dankbar für diese Fragestellung. Im Planungsverband Äußeren Wirtschaftsraum wurde genau diese Frage erörtert. Und das ist das, was ich selber schon seit ewigen Zeiten sage. Man muss da nachdrücken, dass wir nicht alle mit der Kirchturmpolitik untergehen. Jede Kommune plant ihre eigenen Straßenverläufe. Anstatt, dass man hergeht, dass man wirklich sagt, wir setzen uns zusammen, es kann nur auf Ebene des Landkreises sein, und sagen, jetzt setzen wir zusammen und machen einen übergeordneten Plan. Da gebe ich Ihnen absolut recht, das ist nämlich eins meiner Lieblingsthemen. Aber solange die Kommunen sich da stark verhalten, solange siege ich erst nur dann eine Chance, wenn einer zum Wortführer wird und sagt, das müssen wir machen. Und da bin ich schnell dahinter, und ich sage das genau, weil diese Kirchturmpolitik können wir uns eigentlich schon lange nicht mehr leisten. Dankeschön. Das war eine Punktlandung, Toni. Wir machen es da. Das war eine Punktlandung, zeitlich. Alex. Also bei den Straßen ist es ja letztendlich genauso wie vorher auch beschrieben, bei den überregionalen Radwegen, dass da natürlich die Vernetzung mit den Nachbargemeinden ganz wichtig ist, das Gespräch hier zu suchen. Wenn man ehrlich ist, ist aber auch genau das Problem an dem Ganzen. Weil der Vorschlag von Florian ist letztendlich daran gescheitert, dass sich die eine Gemeinde mehr begünstigt gesehen hat, die andere Gemeinde weniger begünstigt gesehen. Und so eine überregionale Entwicklung ist natürlich auch immer eine wesentlich langfristigere Entwicklung. Das heißt, das wäre für mich der Ansatz, einfach beides parallel zu führen, die überregionalen Gespräche mit den Partnergemeinden, und da ist mir das dann auch wurscht, in welcher Partei die Politiker, die Bürgermeister dort sind, aber auch eben gleichzeitig zu schauen, was können wir in Ebersberg konkret bei uns umsetzen, um dann nicht auf das Goodwill der Nachbarn angewiesen zu sein, sonst auch einen vernünftigen Plan B zu haben. Dankeschön. Josef, magst du bitte? Ja, diese
das Thema mit der Stadtstraße, das ist eine Geburtsstunde von Pro Ebersberg, dass wir gesagt haben, wir wollen das Thema aktiv angehen. Wir sehen es nicht als, bin bei der Kirche als Gott gegeben, dass diese Stadtstraße durch Ebersberg läuft. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen da aktiv eine Lösung. Und wenn Sie den Wahlkampf ein bisschen verfolgt haben, haben Sie ja gesehen, dass mittlerweile doch über Tangenten, über Umfahrungen gesprochen wird, was vor dem Wahlkampf aus unserer Sicht noch nicht möglich war. Das finden wir gut, dass wir da jetzt miteinander auf dem Weg sind, Lösungen zu finden. Weil wir glauben, dass wir die Innenstadt von Ebersberg insgesamt erst gut entwickeln kann, wenn man den Marienplatz von der Blechlawine befreit und vor allem von dem Schwerlastverkehr. Sepp, darf ich nochmal ein bisschen präzisieren? Die Frage war nach der Zusammenarbeit mit anderen Kommunen hier in der Region. Ja, aber das ist die Antwort auf die Frage, weil ich natürlich, also schaut mal in Bayern, wo gibt es denn so übergeordnete Lösungen? Wenn Sie bestimmte Bundes- und Stadtstraßen entlangfahren, gibt es immer wieder einfach die Umfahrung, weil das nicht möglich ist, dass man übergeordnete Lösungen findet. Und ich finde, wir haben die Verantwortung, wenn wir die Möglichkeit haben, auf Ebersberger Grund das zu lösen, dieses Verkehrsproblem, dann dafür die geeigneten Schritte zu unternehmen. Auch wenn wir nicht in Ebersberg das Verkehrsproblem insgesamt in der Metropolregion lösen können. Aber das, was wir für Ebersberg machen können, sollten wir tun. Dankeschön. Ich denke, das ist ein guter Ansatz eigentlich wäre, aber nicht nur von den Gemeinden her. Ich denke, das wäre ein Ansatz, der von viel weiter oben her kommen müsste, dass man sich für diesen Münchner Osten von der A99 nach Osten rübergelegt und nach Norden ein bisschen bei uns rauf, dass es da mal einen Ansatz geben würde, die Verkehrsströme zu analysieren und zu kanalisieren und sich zu überlegen, wo brauche ich was, wo kann ich was ändern. Aber das wird meines Erachtens von dem Bauministerium, vom Straßenbau sträflich vernachlässigt. Genauso wie man es auch verpennt hat oder die A94 auf eine Trasse gesetzt hat, die da irgendwo utopisch im Norden verläuft, anstatt sie näher an der 12 orientiert zu haben, dann weiß ich nicht, vielleicht auch noch eine bessere Entlastung für uns geworden für die B304. Also ich denke, man müsste da schon was mit Zusammenarbeit machen, aber es wäre eine große Geschichte, wenn sich da mal von oberen Stellen jemand bequemen würde und mal ein Konzept für diesen ganzen Münchner Osten in Sachen Verkehr entwickeln würde. Wir kommen jetzt in Pasdorf, siedelt sich BMW an mit Zulieferverkehr, der wird auch wieder darüber laufen. Wir werden eine chronisch verstopfte A94 haben. Und wo geht der Verkehr dann hin? Das ist die Frage. Dankeschön. Dann haben wir noch den Uli. Ja, mein Ding war schon immer überörtliche Allianzen schmieden. Und zwar im Umkreis von 30, 40 Kilometern. Wir erleben es ja auch im Feuerwehreinsatz, wenn auf der B12 ein Verkehrsunfall war. Halbe Stunde später haben wir die totale Verstopfung in Ebersberg gehabt, weil der ganze Verkehr von der Traustür uns abfließt. Wenn auf der B15 eine Baustelle ist, dann hat das auf Ebersberg Auswirkungen, dass weniger Schwerlastverkehr in Ebersberg aufschluckt. Also alles, was rund um 30, 40, 50 Kilometer Umkreis stattfinden wird, hat irgendwie auf uns Auswirkungen. Und mit den Kollegen Bürgermeister in der Gegend, runter bis nach Wasserburg und runter bis nach Assling und auf bis nach Hohenlinden und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, muss man überörtliche Allianzen schmieden. Wir müssen der Straßenbau in Rosenheim dazu zwingen, endlich ein überörtliches Verkehrskonzept aufzulegen, wie es bei uns weitergeht. So, momentan ist es einfach nicht erkennbar. Und da kommen wir mit Reden miteinander weiterkommen. Wir können immer leicht sagen, die Altbachinger Strecke, das ist so toll. Ja, was sagen die Altbachinger da dazu? Die werden wahrscheinlich nicht so erfreut sein davon. Allerdings, wenn der Lkw-Fahrer die Strecke von Wasserburg nach Forstinning draußen eingibt, dann wird er in der Regel über Altbaching geleitet. Ein Kilometer weniger, eine Minute weniger Fahrzeit. Also alles, was in Ebersberg 30, 40 Kilometer passiert, hat auf uns Auswirkungen. Darum müssen wir über die Allianzen schmieden, sonst wird es bei uns nie irgendwas werden. Dankeschön. Eine habe ich jetzt in meinem Leben schon erlebt, also so nach ca. 45 oder 50 Jahren. Und jetzt haben wir die nächste geplant, sagen wir mal nochmal 20 Jahre. Sepp,
da sind deine Kinder erwachsen, bist vielleicht Großvater und jetzt möchte ich die Frage an euch stellen, ich kann es nicht mehr hören, ich will wissen, was passiert morgen und vor allem ja nicht nur die Fremden, sondern auch wir. Was passiert morgen, was habt ihr vor, dass man Verkehr oder dass man einfach unsere Situation verbessert und unseren Verkehr in den Griff kriegt, unseren Verkehr und auch den Fremden. Dankeschön für die Frage. Das Morgen müssen wir natürlich ein bisschen relativieren. Also der 2. Mai wird es wohl schon, weil bis zum 30. April bleibt der bisherige Stadtrat noch im Amt. So, Josef, du wurdest direkt angesprochen, wenn ich das recht verstehe. Also ich hoffe, ich bin in 20 Jahren noch nicht Großvater, dass sie meine Kinder noch ein bisschen Zeit lassen. Die Bevölkerungsentwicklung kommt, glaube ich, noch. Was wir morgen machen, also vieles haben wir jetzt schon gehört. Du hast das richtig gesagt, Maria, dass da viel Verkehr ist ja innerstädtisch. Da muss man schauen, dass man die Menschen animiert dazu, tatsächlich zu Hause zu bleiben. Also nicht zu Hause zu bleiben. Neue Lösung für das Verkehrsproblem. Also langfristig gesehen ist das gar nicht so dumm, diese Idee. Nein, nämlich beim Thema Arbeit für Null wird sich die Arbeit wird verändern, die Menschen werden viel von zu Hause aus arbeiten können, damit es auch familienfreundlich ist, das ist also langfristig gar nicht so dumm. Uns ist wichtig bei Pro Ebersberg, dass wir die Amtsgerichtskreuzung in den Griff bekommen. Wir haben ja den Slogan, dass wir den ovalen Kreisel mit Krips umsetzen wollen. Wir sind davon überzeugt, dass man bei Amtsgerichtskreuzung schnell Gespräche führen muss mit dem Straßenbau in Rosenheim, um diesen ovalen Kreisel mit Krips, also sprich einen Kreisverkehr mit Antennen, mit Ampelsteuerung, auch umsetzen zu können. Dankeschön. Jetzt würde ich den Alexander bitten. Ganz aktuell beschäftigt sich ja der Arbeitskreis Verkehr mit allen Themen, die auch den innerstädtischen Verkehr angehen. Und da kann ich nur so viel sagen, der arbeitet da sehr konstruktiv und auch parteiübergreifend zusammen. Ein paar Punkte habe ich vorher schon formuliert. Das heißt zum Beispiel dezentrale Versorgung sicherstellen, reduziert Besorgungsfahrten, Radwegeausbau habe ich sehr konkret auch schon formuliert. Die Idee eines Ringbus-Systems weiterzutragen. Und was jetzt die Stadtstraße 2080 in Ebersberg angeht, dann ist das zwar nicht morgen und ich gebe Ihnen recht, dass die Umsetzung noch etwas dauert, aber da ist für uns ganz wichtig, dass wir im Sommer 2021, im Herbst 2021 für Ebersberg einen konkreten Vorschlag haben, was möchten wir, dass wir einfach bei der nächsten Fortschreibungsplanung, wie es 2009 schon der Fall war, nicht wieder hinten runterfallen, dass wir eben nicht sagen müssen, Straßenbahn, was ihr uns vorschlägt, gefällt uns nicht, aber wir haben selber keinen besseren Vorschlag. Das ist unser Ziel unbedingt für 2021, hier eine konkrete Lösung zu entwickeln, die wir dann präsentieren können. Dankeschön, Alex. Ganz konkret ist es so, dass wir aktuell gar nicht wissen, was wir für die Verkehre in Ebersberg überhaupt haben. Ein Quell- und Zielverkehr, ein Durchgangsverkehr, der Arbeitsweltverkehr, der täglich aus Ebersberg nach Ebersberg reinfährt und wieder rausfährt. Wenn man sich Ebersberg anschaut, braucht man sich nicht wundern, wenn natürlich wir Ebersberger nichts anderes tun, als wir den ganzen Tag irgendwo im Kreis rumzufahren. Entweder zum Tanken aus oder zum Edeka oder zum Hagebau oder zum Nährstoffhof oder in C1 oder wie auch immer. Das heißt, wer Straßen sät, wird natürlich Verkehr ernten, das ist ganz klar. Und wenn wir dann nicht mehr wissen, wo der Verkehr hinkommt, wo der herkommt und wo der hinfahren möchte, könnte zum Beispiel der örtliche Personennahverkehr eine Abhilfe schneiden. Und zwar in einem Bussystem, in einem Rufbussystem, der halt einfach attraktiv oft genug fährt, dass einfach für mich das interessant ist, dass ich mein Auto stehen lasse und steige in einen Bus ein, weil ich weiß, spätestens in einer halben, dreiviertel Stunde bin ich wieder da, wo ich herkomme. Das wäre eine tolle Sache. Man könnte zum Beispiel feststellen, bei den Firmen, wie viele Mitarbeiter haben wir die? Wo kommen da die meisten Mitarbeiter her? Könnte man die in der Fahrgemeinschaften bilden? Dass ich nicht 15 Autos in die Firma fahren, sondern vielleicht ein gesammelter Bus in die Firma fahren. Das sind lauter so Ideen, die man ganz konkret verfolgen kann und da wo man relativ schnell Abhilfe schaffen kann. Wie Sie alle von sich geben, ist das
Thema Verkehr ein lang gepflegtes. Aber ich möchte eines dazu sagen, wenn ich hier einige Wortmeldungen so betrachte. Es gibt Menschen, die damals sehr gegen eine Umgehungsstraße waren, jetzt die plötzlich befürworten. Ich muss eins sagen, wenn die Straßenfortschreibung 2024 kommt, dass der Straßenbeamt dieses Thema aufgreift, und das haben wir Vorredner schon ihren Kommentar abgegeben, wir müssen vorzeitig, bevor überhaupt diese Fortschreibung kommt, auf die Fachbehörden, wenn ich das so sagen darf, einwirken. Da gebe ich also allen Beteiligten recht. Und im Übrigen möchte ich sagen, das ist schön, Alexander, dass du das so gut beschreibst, dass wir einen Arbeitskreis im Stadtrat haben, der war auf Antrag, weil uns eben schon zu langsam gegangen ist, der Freien Wähler gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen Lösungen finden. Und das ist sehr wichtig. Und das machen wir auch. Und das würde ich als Bürgermeister sofort angehen, dass man im Vorfeld, bevor die Fortschreibung kommt, schon die ersten Möglichkeiten eruiert. Vielen Dank. Dankeschön, Toni. Für meine Vorredner. Bernhard, den Schluss. Die innerörtlichen Probleme sind ja ganz klar. Die müssen jetzt angepackt werden, weil einfach eine Umfahrung sicherlich nicht in den nächsten 20 Jahren realisiert wird. Wir müssen schauen, dass wir jetzt den innerörtlichen Verkehr zumindest so weit in den Griff bekommen, dass es wieder einigermaßen sicher ist, auf den Straßen zu gehen. Und dazu haben wir den Arbeitskreis Verkehr, in dem wir, wie schon angesprochen, einige Brennpunkte diskutiert haben. Und wir sollten uns jetzt auch mal damit beschäftigen, dass wir vielleicht mal einen Fachplaner einlädt, der sich die Situation anschaut in Ebersberg und der vielleicht Ideen hat, wie man den Verkehr intelligenter und logischer durch Ebersberg durchbringt und immer auch verhindert, dass zu viele Fahrten innerhalb Ebersberg stattfinden. Wir haben natürlich auch, Ebersberg hat Arbeitsplätze, wir haben das Finanzamt noch, ist auch ein Punkt, das sollte auch hier bleiben und nicht nach Grafenbahnhof oder irgendwo hinausgewandert werden, weil es sind Arbeitsplätze hier, die auch Geld hier bringen, aber auch Verkehr hier bringen, die fahren halt mit dem Auto hier. Also wir müssen schauen, woher kommt der Verkehr, wie kriegen wir den in den Griff, vielleicht auch, dass die Pendler, Einpendler, Auspendler, nicht mehr direkt am Arbeitsplatz parken, sondern vielleicht am Stadtrand draußen mal einen guten Parkplatz kreiert, wo welche stehen bleiben und dann den Bus zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Danke. Dankeschön, Bernhard. Ich habe jetzt extra ein bisschen laufen, dass du es wieder aufholst. Wir haben eine neue Zuschauerfrage in der Mitte. Wenn Sie aufstehen, dann findet Sie den Mikrofonträger schnell. Jawohl. So, bitteschön. Oh, danke. Mein Name ist Claudia Peter von den Grünen Ebersberg. Und meine Frage geht zu einem Komplex, der heute etwas zu kurz gekommen ist, meine ich, nämlich dem öffentlichen Verkehr. Sie richtet sich zuerst an Herrn Ried, meine Frage, und dann an alle Kandidaten. Herr Ried, Sie haben vor mehr als 10 Jahren relativ deutlich Position bezogen gegen den Westzugang zur S-Bahn, der damals diskutiert wurde, und zwar mit der Begründung, wenn die Leute nach Westen den Bahnhof verlassen, dann kommen sie alle nicht an dem Bahnhofsstore vorbei. Und der hat zu wenig Geschäft und die sollen an dem Bahnhofsstore vorbeikommen. Jetzt, wie wir alle wissen, haben wir seit sehr geraumer Zeit keinen Bahnhofsstore und natürlich auch keinen Westzugang. Das heißt, genau die 70% der Leute, die heute schon mal angesprochen wurden, die im Westen Ebersbergs wohnen, haben nach wie vor einen erheblich erschwerten Zugang zur S-Bahn. Würden Sie die Frage stellen, ja, wenn wir so weitermachen? Sie das heute kritisch sehen, Ihre Haltung von damals, Herr Ried? Und die zweite Frage geht an alle. Wie möchten Sie die Aufenthaltsqualität dieses Bahnhofsgebiets in Zukunft verbessern? Danke. Toni, also die erste Frage ist ein klares Ja oder Nein. Die Aufenthaltsqualität verbessern. Sie sprechen hier auf den Punkt. Nein, das ist die Frage war, ob du die Situation, also diese Frage heute anders ist als damals. Einfach ja oder nein. Nein. Relativ klar. Die sehe ich nicht anders, aber ich hätte ganz gerne eine Begründung. Das muss man ja sagen können. Ich habe mich
gegen den Westzugang ausgesprochen damals, aus dem Grund, dass ich über 1 Million für den Zugang mache und dem Bahnhof diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen diese Aufenthaltsqualität nehmen. Warum das jetzt noch nicht besetzt ist, ist ganz einfach das, und das muss man laut sagen, dass die Bahn mit ihren Mietvorstellungen und mit ihren Vorstellungen zur ganzen Situation eigentlich stark kritisierwürdig ist. Das muss ich wirklich sagen. Ich stehe dazu, dass ich sage, ich verbiege mich da nicht, dass man für 1 Million einen Westzugang macht, aber ich stehe dazu, dass man diesen Bahnhofskiosk, der auch ein Bedarf ist, dass man den teilt, da hinten wirklich eine gescheite Toilette reinmacht und hier vorne weniger Miete verlangt. Das sind jetzt praktische Abläufe in der Sache. Aber danke, Toni. Ja? Genau. Was ist der Punkt? Praktische Vorträge. Dankeschön. So. Bernhard? Zu dem Westzugang, da kann ich mich noch erinnern. Nein. Wir reden jetzt in der Zukunft. Das war noch die Frage an ihn. Warum auch immer. Die Frage ist schlichtweg, welche Möglichkeiten sehen Sie, das Bahnhofsgelände attraktiver zu gestalten, um mehr Kunden für den öffentlichen Personennahverkehr zu gewinnen? Das ist ein Thema, das man mit der Deutschen Bahn verhandeln muss, weil die sind ja Eigentümer von diesem ganzen Bahnhofsanlage. Da muss man ja mal mit denen ausreden. Also das Wichtigste wäre für mich einfach, dass der Kiosk wieder mal am Laufen ist, dass die Toiletten wieder mal funktionieren und dass man vielleicht auch das Ganze ein bisschen ansprechender gestaltet. Ich habe mir neulich überlegt, als ich am Bahnhof war, dieser Durchgang zwischen Bahnhofsgebäude nach Westen und da ist entlang mit Gitterzäunen und allem, was da dort ist, es schaut irgendwie schon ein bisschen ungemütlich aus. Also man müsste da wirklich mit der Bahn mal dringend reden, dass die den ganzen Bahnhofsbereich mal schöner gestalten vielleicht ist. Und wie gesagt, wichtig, Gastronomie, Kiosk, Toiletten, damit die Leute das auch ausnutzen können. Die Parkplatzsituation ist ja gut, man kann sagen, der Umstieg auf den Bahn ist sehr gut, also es ist alles möglich, aber anders funktioniert es halt schlecht mit. Okay, Dankeschön. Dann haben wir den Josef. Also wenn das Ziel ist, dass man die Menschen dazu bringt, den ÖPNV zu nutzen, dann kann man natürlich die Aufenthaltsqualität anschauen. Aber da muss man die Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit der Bahn und des MVV anschauen. Das ist das Erste, woran man arbeiten muss. Da gibt es jetzt Bestrebungen mit Ausweichgleis etc. Wir vom Pro Ebersberg sagen ja, wir brauchen auch den Rufbus, wie ja zum Beispiel, wie es ihn in Freiburg gibt, der es auch möglich macht, dann nach Grafing Bahnhof zu kommen oder vor allem von Grafing Bahnhof, wenn man dort gestrandet ist, also nach Ebersberg zu kommen. Entschuldigung, aber ich erinnere auch dich an die Frage, das Bahnhofsgelände attraktiver gestalten. Ja. Bahnhofsgelände attraktiver gestalten ist die Frage. Dann konkrete Antwort dazu, das zum Beispiel Radlparkplätze zu schaffen, die auch beleuchtet sind entsprechend und dass man die in zahlreicher Anzahl und Stückzahl auch haben, damit man sein Radl da packen kann zum Beispiel. Das wäre für mich schon eine Aufenthaltsqualität und das ist wichtiger für mich als die Einkaufsmöglichkeit, wenn ich in der Früh in die S-Bahn reinhüpfe, damit ich meinen Zeitung noch kaufen kann zum Beispiel. Oder mein Kaffee to go, den wir ja aus Umweltschutzgründen sowieso nicht wollen. Dankeschön. Alexander, Frage nach dem attraktiven Bahnhofsgelände. Die vielen kurzfristigen Ansatzpunkte mit Kiosk und so weiter haben wir die Kolleginnen jetzt schon angesprochen. Auch was das kommt, haben jetzt Kolleginnen gesagt. Die Kollegen. Das ist das mit dem Gendergerechten, gell, wenn dann auch einmal doch bloß Männer dastehen. Also haben die Kollegen schon angesprochen, auch was das Thema Fahrradstellplätze angeht, kann ich an Josef da beruhigen. Da haben wir vor einigen Monaten im Ausschuss des Stadtrats Projektplanung vorgestellt bekommen. Da sind wir dran. Also eine ganz langfristige Überlegung und Vision wäre meines Erachtens zum Beispiel auch mal zu überlegen, warum den Bahnhof nicht unterirdisch zu verpacken. Teilweise ist das schon auch angesprochen worden. Und viel wichtiger ist aber auch für mich
Viel wichtiger ist für mich auch die Verbindung, die Pünktlichkeit, und da sind wir jetzt gemeinsam mit dem Landrat und mit dem MVV. Dr. Rosenbusch war letzte Woche bei uns zu Gast dran, Ausweichgleis und so weiter, gemeindeübergreifend was voranzubringen. Dankeschön, Alexander. Und Uli macht den Abschluss in dieser Runde. Ich mache den Abschluss, und das ist gleich gesagt, wenn man aus diesem Bahnhofsgebäude was Vernünftiges machen will, dann werden wir es wohl oder übel kaufen müssen. Weil mit der Bahn können wir auf den grünen Zweig Aufenthaltsqualität verbessern in Eigentum und dann können wir was draus machen. Fahrradständer können wir, das ist gar kein Thema nicht. Also das Bahnhofsgebäude nervt mich auch über das Ausschlag. Wir werden das am Sonntag beim Sonntagsspaziergang auch anschauen, das Ganze. Das war eine tolle Geschichte, aber solange es das uns nicht gehört, reden wir von irgendwas, wir müssen es kaufen und dann können wir was draus machen. Einfach ein bisschen hochbleiben hochgehen muss und kommen zum Thema Arbeit, Unternehmer, Selbstständige. Auch da hat die Goldbinks-Familie Fragen vorbereitet. Ich schlage vor, dass die jetzt gleich gestellte Frage, die ich natürlich schon kenne, die erste Frage ist mit dem Steuersatz, weil die kann man ganz, ganz schnell mit Ja oder Nein beantworten. Und Olli Brandhuber oder Matthias Laraser verlesen diese von der Gruppe gefundene Frage. Ich hätte ja nur ganz gern vorher was zu den Flüchtlingen gesagt, aber das Thema ist ja... Das haben wir gestern schon ausdiskutiert. Okay. Also, meine Frage. Der Gewerbesteuer-Hebesatz liegt in Ebersberg seit 2018 bei 360%. Steht bei mir auf dem Zettel. Ja. Im Durchschnitt aller Städte und Gemeinden im Landkreis beträgt er 325%. Im Regierungsbezirk Oberbayern 334% und in ganz Bayern 338%. Kurz gesagt, nirgendwo ist er höher als bei uns. Versprechen Sie uns Unternehmen, dass der aktuelle Hebesatz in der nächsten Amtsperiode nicht noch weiter steigen wird, sondern dass er bleibt. Jawohl, und die Frage kann man nun wirklich mit Ja oder Nein beantworten. Also, Alex, versprichst du es? Ja, tue ich, stehe sogar bei uns im Wahlprogramm. So, Josef. Ich kann das nicht versprechen, weil ich da die Hoheit nicht habe, aber ich sehe das auch, dass der Steuersatz, der Gewerbesteuersatz auch im Vergleich zu anderen Kreisstädten relativ hoch ist in Ebersberg und deswegen sehe ich keine Notwendigkeit, den zu erhöhen. Lassen wir als Ja durchgehen. Uli? Nein. Wunderbar. Bernhard? Als Gewerbesteuerzahler hier in Ebersberg finde ich den Satz auch relativ hoch und also für mich führt kein Weg daran vorbei, den nicht zu erhöhen. Also ich möchte den nicht unbedingt noch höher haben, sage ich jetzt ganz ehrlich. Du willst ihn nicht höher haben, also heißt es ja, ich versuche alles, dass er nicht höher wird. Also ja. Wunderbar. Das nennt man einkürzen. So, Toni. Es wäre ein schlechtes Zeichen. Mit dem Hebesatz von 360 liegen wir weit über dem Durchschnitt, muss man sehen. Es ist kaum eine Gemeinde da im Landkreis Ebersberg, die diesen Hebesatz erreicht. Also ich tendiere, wir brauchen das Gewerbe hier. Wir können nicht Hebesätze jetzt noch weiter erhöhen. Wir haben sowieso Probleme mit dem Gewerbe. Ja, aber mach's dir leicht, sag ja. Bitte? Sag ja. Und wenn wir den Hebesatz... Mach's dir doch leicht, ich sag ja oder nein und ich glaube, du tendierst zum Ja. Nein. Also, zu dir, du hast noch ein weiteres Nein. Also, wir erhöhen natürlich den Hebesatz nicht. Wunderbar. Dankeschön. So. Oliver Brandhuber. Verliest du bitte die Frage, die die Goldwing-Freunde für dich aufgeschrieben haben. Ja, die Frage geht zur Unternehmensentwicklung. Welche Betriebe bzw. Branchen halten Sie als Bürgermeister für die Zukunft unserer Stadt als notwendig, mit Blick auf die Arbeitsplätze und Gewerbesteuer? Wie wollen Sie diese gewinnen und wo sollen diese angesiedelt werden? Dankeschön. Da schaue ich jetzt sicherheitshalber auch aufs Blatt. Josef, ich wollte dich aufrufen, aber die war wirklich komplex, die Frage.
den Umgang mit komplexen Fragen dem gewappnet ist. Läuft meine Minute? Eine. Ich habe jetzt beim Rundumgang auch um Ebersberg herum festgestellt, wie viele Gewerbebetriebe es gibt in Ebersberg. Und darauf können wir sehr stolz sein, dass es einen gesunden Mittelstand gibt, den man auch fördern muss. Frau Ebersberg will eine Wirtschaftsförderung, Gewerbeförderung, so wie es die Freien Wähler auch schon mal vorgeschlagen haben, dass es einen festen Ansprechpartner gibt. Ich finde, der Mix macht es aus, dass wir hochqualifizierte Arbeitsplätze haben, aber auch also für alle Bildungsgruppen Arbeitsplätze ermöglichen, damit die Kinder hier in Ebersberg arbeiten und leben können, unsere Kinder. Die Wirtschaftsförderung, habe ich gesagt. Ich glaube, dass mit der Veränderung von der Arbeit für Null, dass wir neu denken müssen, wie Arbeit funktioniert. Wir brauchen natürlich das produzierende Gewerbe, aber der Dienstleistungssektor wird mehr und mehr zunehmen. Das heißt, wir brauchen schnelles Internet, nicht nur in Ebersberg selber, sondern auch drumherum. Wir brauchen neue Plätze, in denen, das habe ich vorher schon mal gesagt, familienfreundlich es möglich ist, auch seinem Broterwerb nachgehen zu können. Dankeschön. Uli, magst du weitermachen? Ich mache weiter. Sehr gut, sehr gut. Ich bin wirklich begeistert. Also, was wir Ebersberger oder was der Bürgermeister tun muss, das ist auf alle Fälle immer den Finger am Puls der Zeit zu haben. Immer im Austausch mit dem Gewerbe vor Ort zu sein, was momentan nur für eine Anforderungen bestehen, dass man frühestmöglich darauf einwirken kann, dass man sich frühestmöglich darum kümmern kann, dass man dem Betrieb hilft, dass man den natürlich da behält. Das kann auch gerne mit dem Wirtschaftsausschuss sein. Man kann aber auch bestehende Sachen zum Beispiel umbauen. Wenn ich da ins Umland denke, wir haben ja leider viele Bauernhöfe, die keine Bauernhöfe mehr sind, da wo Raum und Platz vorhanden wäre, wo man zum einen Wohnen schaffen kann, aber auch in Verbindung mit Breitbau wieder vor Ort Arbeitsplätze schaffen kann. Gute Arbeitsplätze, wo keine Invasionen entstehen, wo kein großer Pkw-Verkehr ist, kein großer Lkw-Verkehr ist, das wären Möglichkeiten, die man schaffen kann. Man kann zum Beispiel Möglichkeiten für Coworking Space zur Verfügung stellen, also Bürogemeinschaften, wo sich einzelne kleine Betriebe ausprobieren können, wo sie sich entwickeln können, bevor sie irgendwas Eigenes anbieten. Denn das sind lauter so Sachen. Die Stadt Ebersberg kann das gute Umfeld dafür herstellen. Die kann schauen, dass eben Häuser, Flächen generiert, einfach schauen, wo was geht und natürlich Breitband zur Verfügung stellen. Das ist einfach auch so ein Schlüsselpunkt. Ohne Breitband kann man natürlich wenige gute Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Dankeschön. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen den Stillstand bei der Gewerbeentwicklung jetzt mal beenden und die Abwanderung von Betrieben stoppen. Es sind jetzt eine größere ist weggegangen nach Meitenbeet, eine andere oder auch zwei, was ich so im Kopf habe, planen wegzugehen. Das ist nicht so gut, das ist auch ein Ausfall an der Gewerbesteuer. Und wir haben viele Wünsche in Ebersberg, die es zu finanzieren gibt. Es brauchen wir auch Gewerbesteuereinnahmen und Firmen, die zahlen können. Wir müssen neue Flächen für Gewerbe ausweisen, damit wir maßvoll ausweisen und dabei auch Fantasie haben, wo wir die ausweisen könnten. Und die auch gute Idee. Und wir müssen auch vorhandene Flächen in Ebersberger Norden versuchen zu aktivieren, die im Flächennutzungsplan als Gewerbe drin sind, aber bis jetzt nicht genutzt werden. Wir müssen schauen, dass wir zukunftsweisende Unternehmen mit Zukunftstechnologien bekommen. Das gelingt natürlich nur mit attraktiven Flächen, mit einer attraktiven Infrastruktur. Und wir sollten auch weiterhin auch vielleicht Start-ups fördern mit gemeinsamen geeigneten Räumlichkeiten, mit Büroteilen etc. Es gibt da viele Ansätze und da muss man sich wirklich reinhängen, damit wir wieder gute Gewerbe haben in Ebersberg. Dankeschön, Bernhard. Nur eine kleine Korrektur. Die Gewerbesteuer ist also zumindest 2018 nicht gesunken. Habe ich nochmal nachgeguckt. Also Betriebe gibt es tatsächlich, die wandern ab, aber auf die Gewerbesteuer hat sich bisher noch nicht ausgewirkt, weil du gesagt hast, dass sich da runtergehen werden. So, Toni. Wir haben im Norden von Ebersberg ausgewiesene Gewerbeflächen.
die allerdings nicht zur Verfügung stehen, weil sie nicht verkauft werden. Das ist einmal die Tatsache. Wichtig ist es, ist wirklich die Frage, dass wir dem Gewerbe nicht den Anreiz geben, hier von Ebersberg wegzugehen. Weil eine Stadt, wir haben hier eine ganze Reihe von Wünschen, und wenn man diesen Wünschen nachgeben will, brauchen wir Einnahmen. Das ist eine Sache, wie es in jedem privaten Haushalt ist. Was für ein Gewerbe wollen wir? Wir wollen natürlich ein umweltschonendes Gewerbe, klar. Wir wollen Gewerbe, ich würde sagen, ich habe den Norden nicht aufgegeben. Wir haben hier im Flächennutzungsplan festgelegte Gewerbeflächen. Da geht es nur um den Preis, wie wir das ablösen können. Und dann noch muss man schauen, was für Gewerbe brauchen wir herin. Und da wird sich Verschiedenes neu ergeben. Sie alle wissen, zum Teil wird es ja auch mit Sorge gesehen, wie das Gebiet Hölzerbräu sich, wie das Hölzerbräu-Gebiet, wäre frecher Abschluss, wie sich das entwickelt. Da haben sehr viele Ebersberger Sorge, wenn da natürlich jetzt Wohnungen kommen, aber meine persönliche Vorstellung ist es, wir brauchen da eine Altstadtstruktur und keine Modernität, die unseren Marienplatz beeinträchtigt. Und wenn das steht, da müssen die Bürger... Toni, du sprichst immer wunderbare Punkte, aber du sprichst sie nicht aus. Das war doch gerade richtig gut. Ja, und ich spreche schon wieder nicht aus. Also, ja, du bist einfach über der Zeit. Also, okay. Letzter Satz, ein kurzer Satz. Ich danke dir. Der letzte Satz ist der, es werden sich im Innenstadtbereich neue Situationen bilden. Und wichtig ist aber auch, dass das Hölzerbräu-Gelände sich einer traditionellen Bauform anpasst. Und da bin ich selber dahinter. Ciao, Dankeschön. Dankeschön, Toni. Wir verlassen das Thema und kommen zum letzten. Oh, Entschuldigung, Alexander, Entschuldigung. Ich habe jetzt so lange Zeit gehabt, dieses komplexe Thema auszuarbeiten. Also für uns sind zwei Schlagworte da ganz wichtig. Das ist das eine vielfältige Betriebsstrukturen und das andere effiziente Flächennutzung. Was meine ich mit vielfältige Betriebsstrukturen? Natürlich stärker auch in den Bereich zu gehen, digitale Unternehmen, innovative, intelligente Betriebsformen, was im politischen Jargon immer so schön, das fördern wir zum Beispiel mit der Gigabit-Initiative als eine von nur 6 Gemeinden in Bayern und sogar ganz Europa bekommt Ebersberg dieses Projekt im Gewerbegebiet Nord. Effiziente Flächennutzung heißt mit den Flächen, die wir haben, sparsam umgehen, heißt mehrstöckige Nutzung hier zu ermöglichen. Aber ich denke, wir werden auch nicht umhin kommen, um neue Gewerbeflächen entwickeln zu können, weil viele Betriebe, die hier sind, insbesondere die Entwicklungsmöglichkeiten haben und denen müssen wir sie zur Verfügung stellen. Ein Satz noch zur Gewerbesteuer 2019, übrigens das zweithöchste Ergebnis überhaupt. Natürlich weiter dranbleiben, aber es ist nicht so, dass wir jetzt da auf einem Abstiegsast sind. Dankeschön, Alexander. Wir müssen das Thema verlassen. Ich bewundere ohnehin schon Ihr Sitzfleisch, aber wir haben schon nach 10:30 und deshalb unser letzter Themenbereich zur Energiewende. Auch da hat sich die Kolbings-Familie Gedanken gemacht und die erste Frage stellt dann die Birgit Hühn. Alle sprechen von der Energiewende, aber wie soll diese konkret passieren? Wie stehen Sie zu Windrädern in Ebersberg und im Ebersberger Forst? Präzise Frage, hoffentlich präzise Antworten. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass der Josef bitte beginnt. Die Stärke von Pro Ebersberg ist, dass wir unabhängig und ideologiebefreit die Themen anschauen können. So auch beim Thema Wind. Das heißt, wir sind nicht angewiesen, irgendwelche 10H-Regeln zu beachten, die aus unserer Sicht vielleicht wenig Sinn machen. Und wir wollen den Wind auch nicht so als Gebot der Stunde mit aller Macht nutzen. Wir werden hinschauen, wo in Ebersberg Windräder gut sind aufzustellen. Pro Ebersberg sagt, Sonne und Wind gewinnt. Deswegen werden wir natürlich überlegen, ob es
rund um die Schafweide Möglichkeiten gibt, auch ein Windrad aufzustellen, bestenfalls ein Bürgerwindrad. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen. Hallo? Ja, sind wir da? Genau. Und das Thema Windrad im Forst, das ist ein Thema, das der Landkreis jetzt diskutiert. Da müssen wir abwarten, welche Entscheidungen es da gibt. Und dann werden wir schauen in Ebersberg, was uns Ebersbergern hilft, die Wertschöpfung hier in der Stadt zu lassen. Wertschöpfung, das Energiethema ist ein Schlüsselthema, deswegen sind wir dafür, unseren Klimabeitrag zu lasten und dafür zu leisten als Stadt und dafür auch die Wertschöpfung hier in der Stadt zu lassen. Dankeschön, Josef. Bernhard, Windräder in Ebersberg und im Ebersberger Forst. Also die Windräder, die sind ja wohl die effizienteste Art derzeit für diese Stromgewinnung. Die Leistung von einem Windrad liegt ja gleich bei 3 Megawatt, wenn ich mich täusche. Bei Photovoltaik ist es ja viel, viel schlechter. Braucht auch mehr Flächen. Dagegen der Vorteil von der Photovoltaik ist, wenn man so Freiflächenanlagen hat, die kann man wenigstens wieder rückstandslos zurückbauen, wenn sie nicht mehr genutzt werden. Bei den Windrädern bin ich der Meinung, man muss schauen, wo wir hier Standorte, geeignete Standorte finden. Ein Problem ist ja natürlich diese 10H-Regel. Die FDP-Fraktion im Landtag wird den Antrag wohl jetzt stellen, diese umzukehren. Nicht mehr die Gemeinde soll sagen, dass sie es nicht haben will, die 10H-Regel, sondern andersrum, die Gemeinden sollen sagen, wenn sie es nicht haben wollen, die 10H. Damit gibt es vielleicht wieder eine Möglichkeit, mehr Flächen zu bekommen. Bei den Windrädern im Ebersberger Forst bin ich etwas skeptisch. Ich habe da ein Gutachten gelesen, dass die Fundamente dieser Windräder wohl das Grundwasser, die Schutzschichten des Grundwassers durchstoßen, aus dem wir auch unser Trinkwasser bekommen. Und das halte ich mir nicht so ganz glücklich, sage ich ganz ehrlich. Es muss doch auch andere Standorte geben, die dann nicht so kritisch liegen. Danke. Dankeschön, Bernhard. Dann hätte ich gerne von Alexander gewusst, wie er Windräder in Ebersberg und im Ebersberger Forst beurteilt. Also bei den Windrädern im Ebersberger Forst möchte ich gerne die zwei Aspekte unterscheiden, wie es meine Vorredner auch schon getan haben. Das ist zum einen das Projekt Windkraft, ich sage jetzt einmal des Landrats, das ist untersucht worden. Das wird jetzt nochmal nachuntersucht und wenn auch im Ende Januar jetzt rauskommt, dass es aus welchen Gründen auch immer nicht machbar ist, dann sollte man sich da bitte nicht zu Tode prüfen und einfach auch weiter dann mit den Gemeinden im Landkreis versuchen, an anderen Standorten Windkraft entwickeln zu können. Und da komme ich zum zweiten Punkt, das ist dann der Punkt im Bereich der Schafweide, der für mich nach wie vor ausgezeichnete Möglichkeit darstellen würde für Windkraft, weil ich die Infrastruktur vor Ort habe, weil ich flächenmäßig wesentlich weniger Eingriff in den Wald habe, als das in dem jetzt untersuchten Gebiet der Fall wäre. Der einzige technische Aspekt, der zu klären wäre, ist die Radarstation in Schnauping. Aber das sollte machbar sein. Grundsätzlich, also ich nehme übrigens meinen Joker, grundsätzlich, was Energiewende in Ebersberg angeht, haben wir mit dem runden Tisch Energiewende viele Projekte jetzt angestoßen. Bündelaktionen für Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern, gemeinsam mit privaten Hausbesitzern, mit Gewerbetreibenden, die Möglichkeiten der regenerativen Energien, der Energiesparsamkeit zu untersuchen, um auch die Wertschöpfung vor Ort zu halten. Momentan exportieren wir im Jahr 20 Milliarden Euro an Energie aus dem Gemeindegebiet Ebersberg hinaus, wo wir Öl, Gas oder was auch immer einkaufen. Das soll vermehrt in Ebersberg bleiben. Und einen Satz muss ich jetzt noch loswerden zur 10H-Regelung. Die 10H-Regelung sagt, lediglich eine Gemeinde muss sich aktiv dazu entscheiden, dass ein Windkraft innerhalb dieses 10H-Bereichs ermöglicht wird. Das heißt, das verlangt von den kommunalen Entscheidungsträgern den Mut zu sagen, ja, das wollen wir haben. Und diesen Mut, Entschuldigung, wenn ich Bürgermeister bin, wenn ich Stadtrat bin, den darf ich dem einzelnen Kandidaten auch abverlangen, zu sagen, so oder so, da muss ich mich nicht auf die Staatsregierung irgendwo zurückziehen, um hier möglichst wenig Position erkennen zu können. Genau diese 10H-Regelung ist es auch, die uns die Möglichkeit geben lässt, eben kommunal oder in Genossenschaften vor Ort Energiewindräder zu entwickeln. Dankeschön, Alexander.
Der Klimawandel treibt uns vor uns her und die Frage ist nicht, ob wir Windräder bauen in Ebersberg, sondern wann und wo wir die Windräder bauen in Ebersberg. Das ist aber schon das Erste. Ob das da oder da ist, das kann man jetzt noch gar nicht so sagen. Wir haben wenig Windkonzentrationsflächen. Wir müssen feststellen, wo die Windhöfigkeit am besten ist. Aber wir werden Windräder bauen, und zwar, wie du so gesagt hast, und zwar mit Bürgerbeteiligung, mit Genossenschaften. Wenn sich das Windrad dreht, dann muss sich das für uns drehen, so oder so. Und auch vom Geldbeutel her muss sich das für uns drehen. Der Ebersberger Forst wird in 20, 30 Jahren aufgrund des Klimawandels nicht mehr so ausschauen wie der Heiderschaut. Der Forst wird im Umbau sein. Wir erleben es ja draußen, dass Nassflächen geschaffen werden, die weitaus mehr Fläche verbrauchen als die Windräder. Der Bernhard hat recht, die Grundwasserschicht wird durchstoßen. Ein hydrologisches Gutachten müsste klären. Oder andersrum, wir Ebersberger können unser Trinkwasser nur aus dem Ebersberger Forst holen. Wir haben sonst keine Möglichkeit. Bleibt nur der Forst. Wenn die Windräder außerhalb vom hydrologischen Dreieck sind, das heißt, dass da quasi kein Trinkwasser von uns gewonnen werden kann. Ich habe, glaube ich, noch einen Joker oder so. Du hast dich immer so kurz gefasst, red noch ein bisschen, genau. Dann werden wir da draußen vermutlich Windräder bauen. Und da ist natürlich ein Vogelschutzgutachten rausbringen in Ebersberger Forst, dass wir schützenswerte Vögel haben, das ist jetzt eine brutale Überraschung. Also das ist. Aber trotzdem werden wir nicht umhin kommen und wir werden Windräder bauen müssen. So leid es mir tut. Dankeschön. So, dann darf ich da wahrscheinlich das Schlusswort sagen. Ich bin noch nicht dran. Doch. Viele von Ihnen kennen meine Meinung, an der sich nichts geändert hat. Ich war vor zwei Tagen im Berufsbildungswerk in Kirchsee und da hat sich eine große Mannschaft, Landrat einschließlich, mit dem Thema Energien sparen und eine energiefreundliche Stadt bzw. Dorf beschäftigt. Ich war mit dabei. Und wir haben also festgestellt, zu manchen Erstaunen, dass man mit Sparmaßnahmen enorm viel erreichen kann. Dass man mit einem Mix aus alternativen Energien viele Dinge bewältigen kann. Es gibt zum Beispiel auch, was die Solarenergie betrifft, neue Erkenntnisse. Ich habe das da zufällig, das werden Sie zwar von da hinten nicht sehen, aber es ist tatsächlich so, dass es auch in der Solarenergie enorme Entwicklungen gibt. Bevor wir diesen Bereich nicht ausgeschöpft haben, der Solarenergie, bin ich aus unterschiedlichsten Gründen gegen Windräder in Ebersberger Forst. Dankeschön. So, meine Damen, meine Herren, liebe Kandidaten, wir haben deutlich überzogen. Ich glaube, das hat sich trotzdem gelohnt. Ich bin mir auch bewusst, dass ich die eine oder andere Frage von Ihnen über Ihre Anzeigen übersehen habe. Das tut mir leid, aber es ist einfach jetzt schon 11:15 und überstrapazieren wollen wir natürlich weder die Kandidaten noch Sie noch die lieben Freundinnen und Freunde und auch nicht mich. Deshalb eine letzte Frage, die ist besonders apart, denn die ist die Idee meiner Frau. Und zwar, der Bürgermeister Walter Brillmeier will nach der Amtsübergabe auf eine lange Wanderung in die Berge aufbrechen. Und zwar alleine. Ausnahmsweise erlaubt er seinem Nachfolger, ihn am ersten Tag zu begleiten. Und jetzt geht's ganz schnell. Was würden Sie dann mit ihm besprechen wollen? Toni. Ich würde eigentlich ihm gar nicht zumuten, schon wieder was zu besprechen, weil das haben wir schon oft genug gemacht. Sondern wir würden über die schönen Dinge des Lebens reden. Ich denke auch, dass so eine Wanderung dann nicht unbedingt am ersten Tag oder so der Anlass ist, nochmal das Ganze durchzudiskutieren. Da gibt es bessere Gelegenheiten, als im schönen Voralpenland über das Thema zu sprechen. Dankeschön, Bernhard. Uli? Wie viel Schnaps, dass der stellvertretende Bürgermeister beim Volkstrauer dort sein darf? Danke, Uli. Josef? Ich würde schon nutzen als Coaching ein wenig und ihn fragen, wie das geschafft hat, dieses Gleichgewicht mit dem Amt und mit der Familie, mit der Verantwortung für beide Dinge so gut hinzubringen, wie er es geschafft hat. Dankeschön, Josef.
Ich würde mit ihm ganz gern die Meilensteine seiner Amtszeit Revue passieren lassen, anschauen, wie man darauf aufbauen kann, mit einer langfristigen Entwicklung für Ebersberg, mit einer zukunftsfähigen und vor allem Dingen den Aspekt des Integrierenden im Stadtrat, das er viele Jahre so gut hinbekommen hat, mit ihm durchsprechen und das weitertragen in den Stadtrat hinein. Dankeschön, Alexander. Das ist natürlich eine Frage der Höflichkeit, dass die letzte Frage an Sie, liebes Publikum, geht. Alle die, die zum Beginn der Veranstaltung gesagt haben, sie wären noch unentschlossen, die mögen doch bitte jetzt noch mal aufstehen.